Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Ihnen noch in meinem Namen und im Namen aller Mitwirkenden und Veranstalter ein frohes und gutes Jahr 2022 wünschen. Und das wünsche ich, das wünschen wir vor allen Dingen denjenigen, die jetzt irgendwo um ihr Leben kämpfen müssen, weil sie ihre Heimat verlassen haben, und auch denen, die diesen Menschen Hilfe leisten wollen und sie unterstützen wollen. Ihnen und uns allen. Mein Name ist Eva-Maria Zehrer. Ich vertrete die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und ich begrüße Sie im Namen der Kooperationspartner, die diese Reihe veranstalten. Das sind die TU Dresden mit dem angeschlossenen Zentrum für internationale Studien und mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, dass wir heute Abend als Gesprächspartner zwei Experten gewinnen konnten, und zwar die Herren Gerald Knaus und Erik Marquardt. Herzlich willkommen Ihnen beiden auch. Sie sitzen zum einen in Brüssel, zum anderen in Berlin, sind uns jetzt auch zugeschaltet, so wie viele von uns von irgendwoher zugeschaltet sind. Das ist eben heute so und ist auch eine Möglichkeit und ist auch gut so. Ich habe gerade gesagt, es handelt sich um eine Reihe, eine Veranstaltungsreihe. Ich vermute, dass der eine oder die andere schon einige Male dabei war im vergangenen Jahr. Die Reihe steht unter dem Thema: Welche Zukunft hat Europa? Gespräche zu 30 Jahren Europäische Union. Und dieses Jubiläum, das begehen wir in diesem Jahr 2022. Der heutige Abend trägt den Titel Chaos an den Außengrenzen. Was hat die EU gelernt? Nach einem Statement, das wahrscheinlich unterschiedlich lang ausfallen wird von unseren beiden Referenten, zum Teil auch mit Grafiken und mit einer Präsentation, haben Sie als Zuhörer, Zuschauer die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Frau Beidinger, was sollten wir beachten dabei? Ja, ein kurzer technischer Hinweis von meiner Seite. Zuallererst möchte ich alle Teilnehmer bitten, ihre Mikrofone auszustellen, also das Audio auszustellen, damit wir dann während des Vortrags keine störenden Geräusche haben. Sie sollten wissen, dass die Veranstaltung aufgenommen wird, damit man sie im Nachhinein noch auf unseren Internetseiten anschauen kann. Wer da also nicht zu sehen sein möchte, der sollte dann auch sein Video und seine Kamera ausstellen. Und ganz wichtig, und eine große Bitte an Sie, wir wollen ja mit Ihnen ins Gespräch kommen und hoffen, dass Sie uns Fragen und Anmerkungen schicken. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können Ihre Fragen in den Chat hineinschreiben und wir würden diese dann bei passender Gelegenheit an die Referenten weiterreichen. Oder aber Sie helfen uns, das Ganze noch ein Stück weit interaktiver zu gestalten und nutzen die Handhebefunktion. Die finden Sie bei den Reaktionen unten. Das ist für uns dann das Zeichen, dass wir Sie mit Ton und Bild zuschalten und Sie Ihre Frage direkt an die Referenten stellen können. So viel in Kürze dazu. Danke. Vielen Dank, Frau Beidinger. Ich stelle Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, die beiden Referenten kurz vor. Ich mache es wirklich kurz. Es ist sowieso schwierig für jemanden, der einen anderen nicht so gut kennt, das aus dessen Leben rauszuziehen, was wirklich wichtig ist. Aber ich mache mal so ein paar Stichpunkte. Herr Knaus, mit Ihnen beginne ich, da Sie auch der Erste sein werden, der spricht. Sie sind in Österreich geboren und Sie sind Soziologe und Migrationsforscher. Sie haben Philosophie studiert, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, und zwar in Oxford, Brüssel und Bologna. Sie haben, das hat mich ja besonders beeindruckt, wir hatten darüber gesprochen im Vorgespräch, Sie haben Volkswirtschaft unterrichtet in der Bukowina in Czernowitz, im Zentrum, in dem das jüdische Leben aufgeblüht ist seinerzeit und in der, nicht zu Ihrer Zeit, viel früher, in der, aus der große Dichter stammten, die dann aber durch Hitler und durch Stalin die ganze Kultur mundtot und kaputt gemacht worden ist. Sie haben für verschiedene NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und andere internationale Organisationen in Bosnien und im Kosovo gearbeitet. Sie sind Mitbegründer einer sogenannten Denkfabrik, der Europäischen Stabilitätsinitiative und weiterer Initiativen. Also ich mache es wirklich nur ganz punktuell. Mit großem Echo haben Sie oder haben Sie Verschiedenes veröffentlicht zur Flüchtlingskrise in der Ägäis und im Mittelmeer, aber auch zu Korruption im Europarat.
Nur diese wenigen Stichpunkte und Stichworte, Herr Knaus, wenn Ihnen jetzt Dinge wichtig sind, die ich gar nicht genannt habe, können Sie sehr gern ergänzen. Und ansonsten bitte ich Sie, uns zu beschreiben, was ist gerade los aus Ihrer Sicht an den EU-Außengrenzen und wie sehen Sie die Arbeit der EU im Blick auf diese Konflikte, die bestehen? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei der Landesakademie, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und bei der Technischen Universität Dresden und bei Ihnen allen für Ihr Interesse. Es ist auch immer eine Freude, mit Eric Marquardt gemeinsam aufzutreten, denn was Sie von mir hören, sind Ideen einer Denkfabrik, Kollegen, die zu diesen Fragen forschen. Aber es ist immer sehr leicht, Dinge auf Papier niederzuschreiben, auch zu fordern. Das Schwierige ist ja die Umsetzung und dazu braucht man Politiker, die engagiert sind, wie Eric Marquardt. Was ich Ihnen präsentieren möchte in dieser Einführung ist, ich habe auch ein paar Bilder. Ich schaue mal, ob das jetzt funktioniert mit dem Bildschirm teilen. Ja, ich glaube, das geht. Muss ich nur noch das hier wegbringen. Geht das? So. Ein paar Bilder um ein paar Fakten zum Zustand der Grenzen Europas und zur Diskussion, die wir jetzt haben, zur Einführung zu sagen. Und dann freue ich mich auf die Diskussion. So, wie geht das jetzt hier? Moment, jetzt kann ich die Bilder nicht bewegen. Wie geht denn das? Eine Sekunde, das muss ich nochmal probieren. Freigabe. Sieben Punkte, wo die EU scheitert und dann am Ende hoffentlich auch einiges, wie die Europäische Union und auch Deutschland, die neue Regierung, diese Probleme lösen kann. Also sieben Punkte, wo die EU scheitert. Die EU-Grenze ist heute immer noch die und war 2021 die tödlichste Grenze der Welt. Viele Menschen sterben. Irreguläre Migration nahm im letzten Jahr trotz der Pandemie erneut zu. Das ist auch ein Grund, warum die Zahl der Toten gestiegen ist. Wir haben eine verzerrte Wahrnehmung in der europäischen Diskussion zu diesem Thema. Wir haben einen Zustand der Gesetzlosigkeit und Gewalt an den europäischen Außengrenzen. Wir haben ein ungelöstes, ja wachsendes Problem eines Wettlaufs nach unten bei der Behandlung von Asylantragstellern und Flüchtlingen in der EU, was Sekundärmigration eher vergrößert. Alle Europäer, auch die deutsche Regierung, scheitern weiter dabei, diejenigen, die ausreisepflichtig sind und die man abschieben könnte, abzuschieben. Und bei den legalen Wegen ist eine große Kluft zwischen den Versprechen, die Politiker machen, und der Wirklichkeit. Zu jedem dieser Punkte ein paar Gedanken. Also, jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich das hier wegbekomme. So, zur tödlichsten Grenze der Welt, die Zahlen. Im letzten Jahr sind laut IOM weltweit ungefähr 5.000 Menschen an Grenzen gestorben. Allein im Mittelmeer waren es 2.000, also 40%. Wenn man die Hunderten dazu zählt, die auf dem Weg nach Spanien von Westafrika gestorben sind, dann sind die Hälfte aller Toten im letzten Jahr an den Grenzen Europas ums Leben gekommen. 2.561 waren es. Sie sehen auch hier, wo diese Menschen gestorben sind. Auf der Route zu den spanischen Kanarischen Inseln ungefähr 1.000. Im westlichen Mittelmeer, also von Marokko nach Spanien, unter 400. Im zentralen Mittelmeer 1.200, das ist zwischen Libyen, Tunesien und Italien. Im östlichen Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland waren es 19. Wir haben immer wieder brutale Szenen erlebt, wie im April dieses Jahres, als 130 junge Afrikaner um ihr Leben Hilferufe abgesandt haben. 48 Stunden später kam erst das erste Rettungsboot und fand nur noch deren Leichen. Das zweite Problem, die irreguläre Migration, nimmt weiter zu oder nimmt erneut zu. Auch da gleich eine für das nächste Jahr extrem beunruhigende Zahl. Denn auch hier noch einmal diese Zahl, 113.000 Menschen kamen bis Ende November über das Meer in die Europäische Union. Die allermeisten im zentralen Mittelmeer. Und das ist deswegen beunruhigend, weil das die bis jetzt in den letzten Jahren tödlichste Route war. 63.000 Menschen
sind im zentralen Mittelmeer nach Italien oder eine kleine Zahl nach Malta gekommen. Das sind mehr Menschen im letzten Jahr als in den 4 Jahren davor. Und das ist besonders beunruhigend. Im November war die Zahl der Menschen, die nach Italien kamen, 9.500, also fast 10.000. Das ist, wenn man das fürs nächste Jahr, wenn dieser Trend so bleibt, würde das bedeuten, dass im nächsten Jahr alleine nach Italien 120.000 Menschen kämen. Also jeden Monat, jetzt November 10.000, wenn das der Trend bleibt. Und damit ist in Italien, in einem Jahr, wo wir vielleicht Wahlen haben werden und wo die Rechtspopulisten jetzt schon extrem stark sind in den Wahlen, eine neue große Diskussion über Flüchtlinge und Migration im Mittelmeer vorprogrammiert. Wer kommt nach Italien? Ich habe die Zahlen für 2021 noch nicht endgültig, aber sie sind ähnlich wie 2020. Wer es ist, der kommt. Und die meisten sind Tunesier. Auch in diesem Jahr war es so. Dann Menschen aus Bangladesch, die über Libyen versuchen, in die EU zu kommen. Algerien, Pakistan, Ägypten. Sie sehen relativ viele aus Ländern, die die Anerkennungschance als Flüchtling in der EU sehr klein ist. Der dritte Punkt ist, trotz dieser Zahlen, 110.000, haben wir eine verzerrte Wahrnehmung in der Europäischen Union. Die Wahrnehmung ist nämlich, dass sich Millionen auf den Weg machen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat der polnische Premierminister Morawiecki 50 Millionen Migranten an die Wand gemalt, um die Politik Polens an der Grenze zu Belarus zu rechtfertigen. Die Angst vor Massenmigration kommt auch in der Debatte über die Angst vor Klimaflüchtlingen immer wieder ins Zentrum. Also die Erwartung, dass sich in naher Zukunft vielleicht Millionen, ja Dutzende Millionen Menschen auf den Weg machen könnten. Berichte erscheinen, in denen davon gewarnt wird, dass bis zum Jahr 2050 eine Milliarde Menschen unterwegs sein könnten, vom Klimawandel betroffen. Und solche Projektionen stützen dann diese Warnungen. Aber auch der UNHCR trägt seinen Teil dazu bei. In einem Tweet im Sommer hat Filippo Grandi, der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, getweetet, im Jahr 2020, ein Jahr des Lockdowns, wurden 82,4 Millionen Menschen gezwungen zu fliehen. Das ist total irreführend. In Wirklichkeit waren es 3 Millionen, aber das klingt so, als wären in einem Jahr 82 Millionen Menschen vertrieben worden. Die allermeisten dieser Menschen wurden vor vielen Jahren, ja, die allermeisten vor Jahrzehnten vertrieben, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Und so stellt sich das beim UNHCR dar, jedes Jahr mehr Flüchtlinge in der Welt. Dazu schreiben wir demnächst ein Papier, weil wir analysieren näher, wie diese Zahlen zustande kommen. Die Wirklichkeit ist nämlich eine andere. Wenn man sich die UNHCR-Zahlen genauer ansieht, dann sieht man, dass die Zahl der Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR in den letzten 4 Jahren weltweit von 20 Millionen Ende 2017 nur auf 20,7 Millionen Ende 2020 in 4 Jahren nur um 700.000 gestiegen ist. Also 700.000 mehr Flüchtlinge, das ist ein Wachstum, wenn Sie das durch 4 dividieren, von weniger als 200.000 zusätzlichen Flüchtlingen weltweit im Jahr. Und wenn man davon noch jene abzieht, die als Kinder geboren werden und dadurch also keine Grenze überschreiten. Die Kinder von Flüchtlingen in der Türkei sind allein jedes Jahr 100.000. In Deutschland, in Bangladesch, in Uganda, in Frankreich, im Libanon. Das sind im Jahr 320.000 Kinder. Dann erkennt man, dass in den letzten 4 Jahren nach diesen Zahlen des UNHCR tatsächlich kaum ein Flüchtling irgendwo in der Welt die Grenze überschritten hat. Auch im zentralen Mittelmeer, die 110.000, davon werden, ich schätze grob, vielleicht ein Drittel in der EU einen Flüchtlingsstatus bekommen. Wir haben es also auch hier mit einer sehr geringen Zahl von Menschen zu tun, denen es gelingt, über Grenzen zu kommen. Die Verdoppelung der Flüchtlingszahlen zwischen 2013 und 2020 oder 2021 in der Welt von 11 auf 20 Millionen erfolgte deswegen, weil einige Länder für einige Jahre ihre Grenzen offen hatten. Ein Drittel dieser 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlinge in der Welt gingen in die Türkei. Die hatte auch offene Grenzen. Seit einigen Jahren sind sie geschlossen, sowohl zum Iran als auch nach Syrien. 1 Million dieser 9 Millionen wurde in Deutschland aufgenommen. Sie hören immer wieder die Zahl von 280 Millionen Migranten weltweit. Auch das klingt sehr viel. In Wirklichkeit ist das nur 3,6% der Weltbevölkerung. Und auch das ist irreführend, denn da werden Menschen gezählt, die zum Teil schon vor Jahrzehnten migriert sind.
Das sind auch Menschen dabei wie ich als Österreicher in Berlin. In Wirklichkeit sind auch 280 Millionen Migranten eigentlich weltweit eine sehr geringe Zahl. Die Weltbank projizierte in einem Bericht und die Fluchtursachenkommission der Bundesregierung griff darauf im letzten Jahr zurück, dass es bis zum Jahr 2050, von 2018 bis 2050, 140 Millionen Menschen als Binnenvertriebene geben könnte. Auch diese Zahl klingt sehr hoch. Aber wenn man bedenkt, dass es sich um 32 Jahre handelt, womit kann man das vergleichen? Ein Vergleich: in 32 Jahren ist die Bevölkerung Indiens um 600 Millionen gestiegen. Also 140 Millionen Binnenflüchtlinge weltweit in 32 Jahren und ein Wachstum von 600 Millionen in einem Land. Man bekommt ein Gefühl, dass es bei diesen Zahlen eigentlich noch nicht um etwas geht, was es in den letzten Jahrzehnten nicht schon gegeben hat. Neben der falschen Wahrnehmung von Millionen, die unterwegs sind, die es aber tatsächlich in dieser Form gar nicht gibt, haben wir in der Europäischen Union ein weiteres Problem, nämlich die Gesetzlosigkeit. Der Europäische Gerichtshof macht Urteile zu dem, was an den Grenzen passiert, und sie werden ignoriert. In Ungarn, aber auch in Polen. Ungarn hat im Dezember 2020 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Pushbacks nach Serbien, das im ungarischen Gesetz verankert ist. Also Ungarn hat ein Gesetz, jeden, der nach Ungarn kommt, zu nehmen und ohne Verfahren nach Serbien zurückzuschicken. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das ist EU-rechtswidrig. Ungarn hat gesagt, das ist uns egal und macht weiter. Und im Oktober dieses Jahres, nachdem Ungarn den Europäischen Gerichtshof und EU-Recht missachtet hat, hat Polen ebenfalls ein Gesetz verabschiedet, im Oktober, das ebenfalls das Zurückstoßen von Menschen nach Belarus erlaubt. Es ist ebenso europarechtswidrig wie das ungarische Gesetz, aber bis jetzt hat sich keine europäische Regierung klar dafür ausgesprochen, dass auch in diesem Fall Polen vor den Europäischen Gerichtshof kommen soll. Die Kommission hat auch noch nichts gesagt. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass sich illegale Pushbacks, das Zurückstoßen von Menschen auch mit Gewalt, wie hier an der Grenze Kroatiens zu Bosniens, in der EU immer mehr als die Strategie von Staaten etabliert. Als Menschen vor einigen Wochen versucht haben, aus Belarus in die EU zu kommen, ist auch die Sprache des Krieges überall präsent gewesen. Man sprach von hybriden Angriffen, von einer Invasion, von Migration als Waffe. Und so sprechen seit Jahren europäische Politiker, allerdings vor wenigen Jahren waren sie noch isoliert damit, wie Viktor Orban, der von Migration als Krieg spricht. Wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher, so Orban, dann verlieren wir unsere Identität und unsere Nationen. Und natürlich kommt auch Orban mit gewaltigen Zahlen wie den 30 Millionen, die angeblich in 2 Jahren aus Afrika kommen sollen. Bei den tatsächlichen Zahlen der letzten Jahrzehnte würde es 300 Jahre dauern, bis diese Zahl erreicht würde. Der fünfte Punkt ist ein Problem in der EU. Also die EU hat keinen Rechtsstaat mehr an der Außengrenze. Die EU ist nicht in der Lage, das Sterben zu beenden. Die EU ist auch nicht in der Lage, Migration zu kontrollieren, und die EU hat eine falsche Wahrnehmung, Gesellschaft in der EU eine falsche Wahrnehmung der Herausforderung. In der EU haben wir das Problem, dass ein Wettlauf nach unten stattfindet, dass immer mehr Staaten Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchende und sogar anerkannte Flüchtlinge so behandeln, dass sie sich auf den Weg in andere Länder machen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Bericht über NGOs, die gewarnt haben vor wenigen Wochen, dass in Griechenland anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende in Gefahr sind zu hungern. Tatsächlich sind 37.000 anerkannte Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland gekommen. Anders wie kommen Menschen aus Italien oder Spanien, vor allem nach Frankreich und Deutschland, weil sie dort im Einklang mit EU-Recht behandelt werden. Wiederum andere verlassen Dänemark, weil sie Angst haben von Dänemark aus, wo immer wieder darüber gesprochen wird, dass es auch Abschiebungen nach Syrien geben soll, abgeschoben zu werden, und kommen stattdessen nach Deutschland oder Frankreich. Die Idee, die Standards in der EU zu heben, dreht sich so um, und stattdessen werden die Standards gesenkt, um Menschen in andere Länder zu vertreiben. Solidarität, davon ist hier keine Rede. In Griechenland wird die Situation für Flüchtlinge und Asylsuchende seit einiger Zeit immer schlimmer, und auch in Dänemark verschärft sich die Strategie, durch Druck auf Menschen dafür zu sorgen, dass sie im besten Fall in Schleswig-Holstein bleiben. Der sechste Punkt ist Abschiebungen. Auch hier
Immer wieder erzählen Regierungen und hören wir, dass ein Asylsystem natürlich auch die Möglichkeit braucht, die am Ende keinen Schutz bekommen, die ausreisepflichtig sind, abzuschieben. Auch im Koalitionsvertrag wird darüber gesprochen. Die Wirklichkeit sieht so aus, aus Deutschland. Im ganzen Jahr 2020 gab es aus Deutschland 11.000 Abschiebungen. In der ersten Jahreshälfte 2021 waren es 5.500, also dieses Jahr wird es ähnlich sein. Aber diese 11.000 gehen zu 80% in andere europäische Länder. In Länder außerhalb Europas gab es in der ersten Jahreshälfte 2021 nur in 3 Länder mehr als 100 Abschiebungen. Afghanistan, zu Recht sehr umstritten und natürlich mittlerweile eingestellt, Tunesien 109 und Pakistan 241. Das heißt, wer aus Ländern außerhalb Europas nach Deutschland kommt, die Chance abgeschoben zu werden, ist sehr gering. Und das gilt übrigens für ganz Europa. In Frankreich, Italien oder Spanien sind die Zahlen noch niedriger. Und der letzte Punkt, legale Wege. Wenn Leute nicht irregulär kommen sollen, warum nimmt man sie dann nicht durch Resettlement, auf legalem Weg auf? Anstatt dass Menschen wie hier in Kabul am Flughafen in Afghanistan verzweifelt versuchten, den letzten Flug aus der Hauptstadt zu erreichen. Tatsächlich hatten diese Menschen eine Ahnung, wie schwierig es würde, ihr Land zu verlassen, selbst wenn sie in Gefahr sind. Und genau das ist ja das Problem. Erik weiß sehr viel mehr darüber als ich, weil er ja mit NGOs daran arbeitet, Leute, die in Gefahr sind, herauszubringen. Aber tatsächlich hat UNHCR erst vor kurzem wieder veröffentlicht, wie wenige Menschen es schaffen, aus Afghanistan in die Nachbarländer zu kommen. Legal oder irregulär. Auch Deutschland hat tolle Programme, wie dieses NEST-Programm, Patenschaften für Flüchtlinge. Aber dieses Programm hat bis jetzt 118 Menschen aufgenommen. Das ist also extrem wenig. Es ist eine gute Initiative der früheren Bundesregierung, aber es müsste 20 Mal größer sein oder noch mehr, damit es wirklich legale Wege für Flüchtlinge bietet. Die Frage ist also jetzt, in welcher Welt wir uns 2022 wiederfinden. Und da ist es hilfreich, sich nicht nur anzusehen, was Politiker sagen, sondern auch die Frage zu stellen, was Politiker machen. Dass Donald Trump mit seiner Mauer zu Mexiko, mit dem Ziel, Asyl abzuschaffen, mit der Idee, dass kein Muslim die USA betreten soll, extreme Ansichten hat, das wissen wir. Aber gute Absichten, wie in seinem politischen Gegner Joe Biden im Wahlkampf mit seinem Plan für Migration, gute Absichten sind oft nicht genug. Im letzten Jahr unter Donald Trump, 2020, haben die amerikanischen Grenzschützer und Grenzpolizisten ungefähr 460.000 irreguläre Migranten aufgegriffen an der Grenze zu Mexiko und über 200.000 ausgewiesen ohne Asylverfahren. Nach dem Gesundheitscode Title 42, das ist ein US-Gesetz oder eine Verordnung, nach der man in Zeiten von Gesundheitskrisen Leute ohne Verfahren ausweisen kann. Das hat Trump genommen, um das Asylrecht de facto auszuhebeln. Also 460.000 aufgegriffen, 200.000 ausgewiesen. Unter Joe Biden, im ersten Jahr Biden, wurde die Zahl 1,7 Millionen, die aufgegriffen wurden. Das ist die höchste Zahl seit 1960. Und 1 Million ausgewiesen. So viele Menschen ohne Verfahren abzuschieben, gab es in der amerikanischen Geschichte noch nie. Unter Donald Trump gab es 60.000 Asylentscheidungen im ganzen Land, in den USA, 14.000 positiv. Also Sie sehen, wie wenige Menschen in den USA positiv Asyl bekommen. Und 250 Tote an der Grenze. Unter Joe Biden waren es 23.000 Asylentscheidungen, knapp ein Drittel der Zahl im letzten Jahr Trump. Nur 8.000 erhielten Asyl, aber es gab doppelt so viele Tote. Also eine gute Absicht zu haben, wie Joe Biden, über menschliche Grenzen zu reden und ganz sicher sie auch zu wollen, hilft nichts, wenn man keine Strategie hat, wie man das umsetzt. Und damit komme ich nach Deutschland und zur Frage, kann die Ampel diesen Trend wenden? Kann es der deutschen Regierung gelingen, ein Ende der Pushbacks in Europa, die Rechtsstaatlichkeit und auch weniger Tote im zentralen Mittelmeer mit politischen Maßnahmen zu erreichen? Die Ampel verspricht,
Seenotrettung wieder hochzufahren. Das ist auch notwendig, denn ohne Seenotrettung kann man die Zahl der Toten im Mittelmeer nicht reduzieren. Aber Seenotrettung genügt nicht. Das haben die letzten Jahre gezeigt, denn das Jahr der meisten Seenotrettungen im Mittelmeer, in der Geschichte, im zentralen Mittelmeer allein waren es 2016 880.000 Rettungen, war auch das tödlichste Jahr in der Geschichte des zentralen Mittelmeers. 4.600 Menschen sind damals gestorben. Das sind dreimal so viele wie im letzten Jahr, mehr als dreimal so viele wie im letzten Jahr im zentralen Mittelmeer. Das heißt, in Italien, wenn Deutschland jetzt sagt, machen wir wieder Seenotrettung, so wie 2016, ist die Reaktion aller italienischen Parteien, nein, da machen wir nicht mit. Die Frage ist also, wenn man rettet, wie kann man die Zahl der Toten und die Zahl der irregulär kommen trotzdem reduzieren? Der Status quo, mit Libyen zu kooperieren, ist ebenfalls nicht akzeptabel, denn dort werden Menschen zwar zurückgebracht von libyschen Küstenwächtern, aber dann in Lager gesteckt, wo sie vergewaltigt, misshandelt, ja auch getötet werden. Die humane Alternative, und damit komme ich schon zu den Vorschlägen im Koalitionsvertrag, ist, man muss Menschen in Not retten, man muss aber auch irreguläre Migration reduzieren, das steht so im Vertrag, und Menschen davon abhalten, in großer Zahl in diese Boote zu steigen. Will man das Leid beenden, dann ist Libyen, so wie Belarus, kein Partner. Aber man muss dann andere Partner finden. Und das würde heißen konkret, Europa koordiniert die Seenotrettung wieder, aber irreguläre Migration wird trotzdem durch Rückführungen nach Stichtagen in sichere Länder reduziert. Etwa Angebote an Länder wie Tunesien. Und ob das gelingt, denn das ist der Schlussstein in dieser Brücke der Konstruktion der Ampel. Ohne die Patenschaften und ohne die Partnerschaften und Abkommen wird es der Ampel nicht gelingen, ihr Projekt zu Migration und Flucht und Asyl und zu humanen Grenzen umzusetzen. Ob das gelingt, ist die Herausforderung für 2022. Und mit wem das gelingen kann in Europa, denn natürlich kann Deutschland das nicht alleine machen. Humane Grenzen sind dann möglich. Mit weniger Sterben, mit keiner menschenunwürdigen Behandlung und keinen Pushbacks, wenn man Partner findet und wenn man gleichzeitig Resettlement, legale Wege ausbaut. Hier hat die Fluchtursachenkommission im letzten Jahr, die ja überparteilich auch von einer SPD- und CSU-Politikerin geleitet wurde, das Ziel von 0,05%, also der Bevölkerung im Jahr, die als Flüchtlinge aufgenommen werden könnten, das ist eine Zahl, die Kanada überschreitet, die Schweden und Norwegen aber erfüllen. Das würde bedeuten, dass Deutschland im Jahr 41.000 Menschen durch Resettlement als Flüchtlinge legal aufnimmt. Würde sich Frankreich anschließen und ein paar andere Länder in Europa, die Benelux, die Nordländer, wäre man bei 100.000 Flüchtlingen im Jahr, die Schutz bekämen, geordnet, ohne Schlepper, ohne Tote und wie Sie sehen, im Vergleich zu den irregulär Kommenden eine viel größere Zahl als die, die irregulär derzeit als Flüchtlinge in die EU kommen. Die Frage, welche Grenzen wir wollen, liegt also an uns. Und ob 2022 das Jahr ist, in dem die Europäische Union sich gewöhnt an die Rechtlosigkeit, in der Joe Biden bei den Wahlen Ende des Jahres endgültig die Kontrolle verliert und Trump seine alte Politik wieder einführt, oder ob es eine Wende gibt und den Versuch, humane Grenzen nicht nur zu besprechen, sondern auch umzusetzen, das liegt an uns. Wenn Sie mehr finden wollen dazu, auch mehr Quellen und mehr Informationen, dann finden Sie das hier auf dieser Webseite, grenzen.eu. Und damit danke ich Ihnen und freue mich auf die Diskussion. Herr Knaus, ganz herzlichen Dank, dass Sie das so engagiert und so detailliert vorgetragen haben. Es musste einem ja auch, das Thema geht einem ja sowieso unter die Haut, aber auch die Zahlen mussten einem mal so vor Augen geführt werden. Das ist ganz gut, wenn man die mal sieht und hat und so gesagt bekommt. Ganz herzlichen Dank. Sie sind gegen Ende hin auf die Seenotrettung auch zu sprechen gekommen. Herr Marquardt, Sie waren da auch selbst dabei bei der Seenotrettung. Ich darf Sie als den nächsten Referenten kurz vorstellen. Sie stammen aus Neubrandenburg. Sind in Berlin aufgewachsen, wenn ich es richtig gesehen habe. Sie haben Chemie studiert, dann aber auch noch Politikwissenschaft. Sie waren schon als Student tätig in der Studentenvertretung, waren aktiv, haben dann ihre politische Heimat bei Bündnis 90, den Grünen, gefunden.
Sie waren dort erst im Jugendbereich tätig, haben es dann aber geschafft bis in die Parteispitze und sitzen eben jetzt für Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Nach Beendigung Ihrer Ausbildung sind Sie zunächst als freier Fotojournalist in die weite Welt gegangen und Sie haben mehrere verschiedene Flüchtlingslager besucht und haben sich das Elend dort angesehen und die unwürdige Behandlung, die durch die Regierungen der Länder oder durch die Personen vor Ort den Flüchtlingen zuteil geworden ist. Und Sie waren dann, wie ich gerade schon gesagt habe, selbst auch bei Seenotrettung dabei. Über beides, über die Situation in den Flüchtlingscamps und in der Seenotrettung haben Sie auch publiziert, haben Bilder veröffentlicht und Texte veröffentlicht. Sie sind natürlich auch publizistisch tätig geworden, auch über die Veröffentlichung von Reportagen hinaus, beispielsweise mit einem Buch Europa schafft sich ab. Auf Ihrer Homepage, das möchte ich gerne noch sagen, berichten Sie ganz aktuell in Blogs und in einer Rubrik News über die Situation an den Grenzen und über die Situation auf den Meeren. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, gucken Sie mal rein, gucken Sie sich die Bilder an und die Zahlen, die da gepostet werden. Es ist aktuell und man kriegt da ganz viel mit. Also man sollte sich Informationen besorgen, wenn man die kriegen kann. Und dort sind sie ganz gut gebündelt. Herr Marquardt, seit 2019 sind Sie jetzt ein junger Europaabgeordneter. Es ist schön, dass es jetzt zunehmend auch junge Leute, ganz junge Leute in solchen an solchen Stellen gibt. Sie sind sehr engagiert, haben auch einen jungen Stab. Und ich bin gespannt, was Sie uns jetzt aus Ihrer Sicht zu dem sagen, auch ergänzend sagen. Sie haben ja gesagt, Sie beide kennen sich natürlich. Es gibt viele Dinge, in denen Sie gleich denken. Ergänzen Sie jetzt einfach auch in der Länge, die Sie wollen. Wenn es jetzt keine 20 Minuten sind, dann ist es so, dann ist es auch in Ordnung. Genau, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Organisation der Veranstaltung. Es ist ja genau so, dass man sich inzwischen ganz gut daran gewöhnt hat, das alles online stattfinden zu lassen. Aber natürlich der Drang, auch mal wieder nicht nur auf den Bildschirm zu starren, sondern dreidimensionale Wesen anzuschauen, auch jetzt nicht geringer wird über die Wellen hinaus. Aber ja, gucken wir mal. Und erstmal auch vielen Dank an Gerald Knaus für den Input, weil wir uns in der Tat so ein bisschen kennen. Dachten wir und haben uns kurz vorher besprochen, dass wir sozusagen nicht zweimal ähnliche Inputs mit der Situationsanalyse machen, sondern dass wir etwas mehr Zeit für die Diskussion lassen. Ich möchte aber trotzdem nicht vermeiden, auch noch ein paar einleitende Worte zu sagen. Eigentlich fast alles von dem, was Gerald Knaus schon gesagt hat, kann ich unterschreiben, wenn ich das unterschreiben will. Ich glaube aber, das habe ich mir auch gedacht, als ich den Titel der Veranstaltung las, den ich gut finde und gar nicht kritisieren möchte. Aber ich finde, wenn man darüber nachdenkt, was hat die EU eigentlich gelernt, dann drängt sich irgendwie auch die Frage auf, was hat die Europäische Union eigentlich verlernt in den letzten Jahren? Es ist ja so, dass wenn man an die Europäische Union denkt, man zumindest sich wünschen würde, dass einem sofort nicht Bilder von ertrinkenden Menschen auf dem Mittelmeer, Leid in Flüchtlingslagern wie Moria einfällt, sondern dass sich vor allem aufdrängt, dass die Europäische Union eben auch ein im Kern rechtsstaatliches, demokratisches Gebilde ist, das aus Demokratien besteht, aus liberalen Demokratien, die eben auch, wenn es mal stürmisch wird und kein gutes Wetter ist, Menschenrechte verteidigen, insbesondere auf ihren eigenen Gebieten und an ihren eigenen Grenzen. Und leider ist es so, dass das, was man in den letzten Jahren, insbesondere wenn man sich mit Flucht und Migration beschäftigt, von der Europäischen Union mitbekommt, eben nicht den Anschein erweckt. Man muss sich, glaube ich, immer klar machen, dass es ja nicht die Europäische Union gibt als ein Kreis aus drei Leuten, die irgendwo in Brüssel sitzen und dann die Europäische Union sind, sondern natürlich ist es so, und das stört mich in der Debatte ehrlich gesagt auch oft, dass vielleicht ein Punkt, den ich noch ergänzen kann, oder das ist jetzt auch, ja, den ich noch ergänzen kann, man muss sich, glaube ich, genau anschauen, wenn man etwas an der Situation ändern will, wer ist eigentlich verantwortlich für die momentane Situation? Es erscheint mir immer etwas reflexhaft, dass dann die Europäische Union an bestimmten Dingen schuld sind. Man findet sicherlich Dinge, wo das Parlament
besser agieren kann. Man findet einige, beispielsweise die Frage, warum können eigentlich Mitgliedstaaten machen, was sie wollen, ohne dass es dann Konsequenzen hat. Punkte, wo man sagt, die Europäische Kommission muss viel aktiver werden, muss das europäische Recht auch gegen Widerstände durchsetzen, weil sie eben nicht nur kommentieren darf und für gute Stimmung sorgen kann, sondern weil sie als Hüterin der Verträge eben eigentlich auch im Wesentlichen existiert, um EU-Recht durchzusetzen. Und man findet aber auch sehr viele Punkte, wo man zwar gerne auch zum Beispiel aus Warschau oder Budapest dann auf die Europäische Union, auf Brüssel zeigt, wo man sich aber klar machen muss, dass europäische Mitgliedstaaten, als Nationalstaaten eben Entscheidungen treffen und die Europäische Union dafür wenig kann. Es ist ja nicht so, dass wir kein europäisches Asylsystem hätten, das existiert und das ist defizitär, wie wir, glaube ich, alle wissen, aber es wird manchmal so getan, als sei in der Europäischen Union das Chaos, was wir dann teilweise auch in den Nachrichten lesen können, das Chaos eben ein Ergebnis eines mangelnden Regelungsrahmens im Wesentlichen. Also Chaos existiert eben, weil man noch keine Regeln hat und jetzt versucht man sich aber, weil man ja motiviert ist und versucht eben auch engagiert zur Arbeit zu gehen als Politikerin oder Politiker, versucht dann eben jetzt dem Regeln zu geben, weil man dieses Chaos ja nicht mag. Aber das ist eben nicht die Realität. Die Realität sieht so aus, dass wir eben nicht nur bei der Frage, wie sieht es eigentlich in den Lagern an den Außengrenzen oder auch an den Binnengrenzen oder an irgendwelchen anderen Orten in der Europäischen Union für Geflüchtete aus, dass wir da klare Mindeststandards haben, dass wir auch bei der Frage, wie muss man eigentlich mit Menschen an den Grenzen umgehen, klare Regeln haben, dass wir auch bei der Frage, was darf man auf See, nicht nur klare Regeln, sondern auch sehr klare Urteile darüber haben, was darf man an welcher Stelle wie machen und dass wir eigentlich auch bei allen anderen Fragen, die im Asylsystem relevant sind, sehr klare Regeln haben, die funktionieren könnten, wenn es Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten geben würden. Das ist sicherlich ein Punkt, der, das wurde ja auch schon angesprochen, einer der Dinge ist, wo man sagen kann, was hat die EU eigentlich verlernt? Im Asylbereich glaube ich auf jeden Fall Solidarität, denn die Zahlen, die Gerald Knaus ja auch genannt hat, wenn man die mal ins Verhältnis zu der Situation 2015 setzt, dann merkt man, dass auch unabhängig davon, ob jetzt im nächsten Jahr 120.000 Menschen nach Italien kommen, die Zahl für einen Staat wie Malta natürlich groß sind, wo 400.000 Menschen leben, 120.000 Menschen nach Malta, das wäre sicherlich eine große Krise für diesen kleinen Inselstaat. Aber wenn man sagen würde, die Menschen kommen ja nicht nach Malta oder Italien, sondern sie kommen in die Europäische Union mit 27 Staaten, dann sind 120.000 Menschen eben keine größere Aufgabe mehr, die eigentlich jetzt irgendwie auch im Verhältnis zu dem, was man sonst so schafft und was es sonst so auch an legaler Migration, die ja auch organisiert werden muss, gibt und an anderen Dingen, die zu bewältigen sind in so einer großen Krise wie der Corona-Krise, dann sind das eben keine relevanten Zahlen, sodass ich glaube, dass man eben neben der Solidarität vielleicht auch verlernt hat, sich handlungsfähig zu fühlen als Europäische Union, also die Handlungsfähigkeit. Wir diskutieren ja seit Jahren über die Frage, wie können wir denn das europäische Asylsystem reformieren. 2016 gab es schon mal einen Kommissionsvorschlag, der dann daran gescheitert ist, dass man sich unter den Mitgliedstaaten nicht auf eine Position einigen konnte. Dann kurz nach dem Brand von Moria im Jahr 2020 gab es dann noch einen Vorschlag der EU-Kommission. Auch auf diesen Vorschlag hat man bislang keine gemeinsame Positionierung der Mitgliedstaaten gefunden. Und wenn man nun als demokratische Staaten dasteht und für so eine in der Tat ja große Herausforderung, die auch so polarisiert diskutiert wird wie Migration, wenn man dann eben keine Handlungsfähigkeit darstellt als Demokratien, ja, dann muss man sich vielleicht irgendwann auch nicht mehr wundern, wenn man quasi 10 Jahre seine Hausaufgaben nicht macht oder 20, dass dann irgendwann die Leute sagen, ja gut, das mit der Demokratie, das scheint ja doch nicht so gut zu funktionieren, wie immer gesagt wird, da schauen wir doch mal auch mal an die anderen Ränder, wo wir vielleicht noch eine Idee herkriegen, wie man jetzt diese Probleme lösen kann. Also sorgt man eben auch dafür, dass es ein Wegdriften, glaube ich, von den Grundwerten gibt, die wir eigentlich alle gemeinsam vertreten sollten. Und ich glaube, was die EU noch verlernt hat, ist sicherlich auch, warum haben wir eigentlich diese Menschenrechte? Warum gehen wir mit Menschen rechtsstaatlich um? Warum ist die Würde des Menschen für uns unantastbar? Das hat ja
nicht nur, sagen wir, moralische, sondern auch historisch-moralische Gründe. Und ich will da nicht irgendwie Situation jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen oder mit dem Holocaust. Das wäre total verfehlt, dass man das jetzt auf eine Stufe setzt. Ja, das ist auch nicht so. Manchmal erlebt man das, besonders in der internationalen Debatte in der Europäischen Union, dass man jetzt irgendwelche Konzentrationslager vor 80 Jahren mit den Lagern wie Moria vergleichen darf. Das, glaube ich, gebietet der Anstand auch vor der deutschen Geschichte und Verantwortung, dass man das nicht tut. Aber es ist natürlich so, dass es historische Konsequenzen auch aus diesen schrecklichen Verbrechen gab. Und eine dieser Konsequenzen war, dass eben das höchste Gut unserer Verfassung die Würde des Menschen ist und dass wir die eben nicht ohne Grund als unantastbar bezeichnet haben im ersten Artikel des Grundgesetzes und dass dieser Wert von rechtsstaatlicher Problemlösung, von Menschenrechten allgemein, von der Achtung der Würde des Menschen, dass diese Werte eben nicht einfach nur hypermoralistische Ideen aus dem letzten Jahrhundert sind, sondern dass sie die wesentlichen Erkenntnisse sind, um zu vermeiden, dass wir nochmal in ähnliche Situationen kommen können, wie wir sie eben im letzten Jahrhundert erlebt haben. Und da denke ich, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl und ein bisschen mehr Mut haben sollten, nicht beim ersten Angriff, wenn man, wie das ja teilweise bezeichnet wurde, oder nicht bei der ersten Fluchtbewegung, die jetzt zum Beispiel dann nach Polen in größerem Maße kommt, mit einmal alles über den Haufen zu werfen, was wir die letzten mehreren hundert Jahre versucht haben zu lernen. Also da immer den rechtsstaatlichen Umgang nach vorne zu stellen, das wäre sicherlich wichtig. Und ich glaube, was die Europäische Union da teilweise auch noch verlernt hat, ist eben mit einem gewissen Realitätsbezug auf die Probleme zu blicken. Man ist in der Migrationsdebatte immer sehr schnell dabei, in großen Überschriften eine Krise herbeizuschreiben. Das haben wir auch in Polen, Litauen und Lettland erlebt, als dann eben die Zahlen der Menschen, die von Diktator Lukaschenko nach Europa geschickt wurden unter falschen Vorsätzen, kann man sagen. Oder man kann auch sagen, die Leute wurden eigentlich an der Nase herumgeführt, ihnen wurden Dinge versprochen, die dann nie eingetreten sind und auch gar nicht eintreten konnten. Also Leute wurden instrumentalisiert, um eben die Schwäche der Europäischen Union, sich nicht auf eine gemeinsame funktionierende Asylpolitik einigen zu können und auch nicht den Anschein zu wahren, dass man eben dann die Menschenrechte hochhält, rechtsstaatlichen Umgang hinbekommt und allen Menschen erstmal ein rechtsstaatliches Asylverfahren vorhält, ohne dass man dann eben, dass das dann heißt, dass man die Grenzen öffnet oder schließt, sondern dass man eben einfach an den Grenzen rechtsstaatliche Verfahren durchführt. Also diese Grundsätze nicht zu achten, ist ja auch etwas, was einen in die Situation bringt, überhaupt erst angreifbar zu sein durch Diktatoren wie Lukaschenko, weil sie wissen, wie leicht man die Europäische Union erpressen und auch vorführen kann. Denn das geopolitisch natürlich, man versucht, die Europäische Union zu destabilisieren und sich da die schwächsten Punkte heraussucht. Man weiß eben, dass die Europäische Union zerstritten ist in der Asylpolitik. Man weiß, dass sie eben schon mit wenigen Geflüchteten, mit wenigen Schlauchbooten nicht so umgehen kann, wie es eigentlich einem so großen Staatenbündnis, das viel auf sich hält, angemessen wäre. Und das führt dann natürlich am Ende eben auch dazu, dass wir nicht nur über Menschenrechte, über Asylpolitik, über Migration reden müssen, sondern wir müssen auch darüber reden, wie kann sich die Europäische Union denn auf der Weltbühne behaupten in einer globalisierten Welt und Stärke zeigen und Einfluss haben auf die großen Fragen unserer Zeit, wenn man es nicht mal schafft, mit einigen Schlauchbooten oder einigen tausend Menschen, die dann an der Grenze stehen, meinetwegen an der Grenze zwischen Polen und Belarus, anständig so umzugehen, dass das nicht sofort den Eindruck erweckt, dass man wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen könnte. Die Asylanträge, das vielleicht noch zum Schluss, wir wollten ja mehr diskutieren, jetzt halte ich doch einen längeren Monolog, aber ich höre gleich auf. Die Asylanträge in Polen beispielsweise, das ist so, dass in Polen 2.505 Asylanträge im letzten Jahr registriert wurden, also etwas weniger als ein Viertel von denen, die teilweise an einem Tag auf Lesbos 2015 gestellt wurden, wo dann ja teilweise über 10.000 Menschen an einem Tag ankamen. Also nur um das mal ins Verhältnis zu rücken, Polen hat keine Migrationskrise. Polen hat einfach sich dazu entschieden, im Windschatten dieses sicherlich auch infamen
Verhaltens von Lukaschenko, unter dem die Menschen dort im Grenzgebiet jetzt so leiden, sich im Windschatten auch so hinzustellen und innenpolitisch zu profilieren, dass man sagt, wir möchten eigentlich das internationale Asylrecht abschaffen, wir möchten eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr achten, und ich finde, bei aller Solidaritätsbekundung mit Polen muss man eben auch darauf hinweisen, dass das ein Weg ist, der nicht europäisch ist, der nicht den Grundwerten der Europäischen Union entspricht und der auch nicht dem entspricht, was an die Genfer Flüchtlingskonvention mit gutem Grund aufträgt. Und hier zur innenpolitischen Profilierung eben dann einfach die Grundsätze abzuschaffen dessen, was im in der Asylpolitik eigentlich der Kern, der Wesensgehalt der Asylpolitik ist, das ist sicherlich auch kritikwürdig. Und ich hoffe, dass wir in der Diskussion jetzt gerne dann auch über die Ampel noch diskutieren können und so weiter und ihr Verhalten da, dass wir aber auch uns vielleicht dieses Jahr etwas mehr damit beschäftigen, wie eigentlich die Position der verschiedenen europäischen Länder sind, dass wir versuchen, da ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu gewinnen, dass wir aber eben auch nicht versuchen, beim Gewinnen von Verständnis, warum hat jemand eine Position, dass wir da nicht darüber hinwegschauen, dass es eben Akteure in der Europäischen Union gibt, die nicht an Lösungen interessiert sind, die rechtsstaatlich und human sind, sondern dass wir durchaus auch wachsende Akteure haben in der Europäischen Union, die Säge an das anlegen, was eigentlich das Erfolgskonzept der Europäischen Union ist und die sich da gerne in vielen Bereichen auch national einigeln wollen und auf bestimmte Dinge, die ja auch sicherlich vielleicht eine Zumutung sind, zum Beispiel Menschenrechte zu achten, dass sie darauf nicht mehr so viel Wert legen. Und ja, aber ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, jetzt höre ich endlich mal auf zu reden und freue mich auf die Fragen. Herr Marquardt, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mal eine Rückfrage stellen oder eine Frage überhaupt stellen. Sie sind Fotograf, Sie sind Fotojournalist. Sie haben ganz viel gesehen in der Welt. Sie haben bedrückende Dinge miterlebt. Sie haben ganz viele Bilder im Kopf. Können Sie uns eins mal schildern, dass Sie jetzt ganz schnell in den Kopf reinkriegen von den vielen Dingen, die Sie gesehen haben und von denen Sie beeinflusst worden sind? Können Sie uns einfach mal ein Bild beschreiben? Ja, kann ich. Ja, naja, ich beschreibe gleich ein Bild. Ich möchte das nur kurz einleiten, weil natürlich, ich war auf vielen Seenotrettungsmissionen und da fallen einem auch Bilder ein, die nicht so schön sind. Aber wir müssen vielleicht auch mal aufhören, dass wir in der Asylpolitik nur über die schlimmen Sachen reden, sondern dass wir vielleicht auch ein Vorsatz von mir für dieses Jahr, mal darüber reden, was da eigentlich für Chancen sind, was Menschen für Hoffnung haben, was junge Frauen, die eben nicht das Glück hatten, in Ländern wie Deutschland aufzuwachsen, wo sie sich frei entfalten können, sondern vielleicht in Afghanistan oder den Taliban jetzt aufwachsen müssen, nicht mal zur Schule gehen können, nicht wissen, welchen Traumberuf sie sich überhaupt vorstellen können, weil sie einfach eh nicht arbeiten können. Ja? Und diese Kraft, diese Hoffnung, auch die Lebenskraft, die viele Menschen mitbringen, da ist mir ein Bild im Kopf, habe ich mehrere Bilder gemacht, aber ein Bild im Kopf aus dem Flüchtlingslager Idomeni, wo ja 2016 Menschen an der griechischen Grenze gestrandet sind, also an der griechisch-mazedonischen Grenze, weil es da eine Reihe von Grenzschließungen gab. Und dann hat der 150-Seelenort Idomeni, wo wirklich 150 Menschen nur gelebt haben, mit einmal diese ja überraschende Wendung erlebt, dass dort 15.000 Menschen in einem geflüchteten Lager auf den Feldern gezeltet haben. Und das waren ja Menschen aus ganz verschiedenen Gebieten. Und man muss sich auf diesen Flüchtlingsrouten vorstellen, dass in Krisengebieten ja nicht nur die Menschen von der einen Seite fliehen, sondern auch von mehreren Seiten, ja, wo dann türkische Geflüchtete zusammen mit kurdischen Geflüchteten, zusammen mit anderen Gruppen, die dann irgendwie da vertrieben wurden, die teilweise eben auch in Konflikten gar nicht die gleiche Meinung haben, ja, sondern die da eben vielleicht auch ganz unterschiedliche Meinungen haben, so divers, wie wir hier über Politik diskutieren, ist sicherlich das ja auch auf Flüchtlingsrouten über, also klar, was ich sagen will. Und ich fand ganz beeindruckend, wie dann, obwohl es da politische Differenzen gab, insbesondere darüber, welche Musik man jetzt eigentlich spielen will, wie dann wirklich Hunderte von jungen Männern, über die ja oft auch viel geschrieben wird, dann so zusammen gefeiert haben, getanzt haben und das war alles super friedlich und haben Pyramiden aus Menschen gebaut und mit Decken Kinder hochgeworfen, die dann so durch die Luft geflogen sind. Das war alles recht eindrucksvoll.
und toll eigentlich, wie auch sozusagen in so einer schwierigen Situation, wo die humanitäre Lage schwierig war, wo sie nicht wussten, wie geht es mit ihnen weiter, wo sie nicht wussten, welche Rechte haben sie eigentlich oder welche werden ihnen zugesprochen, dass sie eben dann trotzdem versucht haben, sich nicht den Mut nehmen zu lassen, sondern dass sie diese Kraft gefunden haben, dann auch sich mal einen schönen Nachmittag zu machen und gemeinsam zu tanzen. Das fand ich eigentlich ganz toll, weil ich diese Momente sozusagen gerne viel präsenter in der Debatte hätte, dass es eben nicht nur um die anderen geht, die irgendwas von uns wollen oder grimmig gucken und junge Männer, die vielleicht ja gar keine Fluchtgründe haben, sondern dass man eben sich darauf konzentriert, dass das alles Menschen sind und dass man, wenn man anständig mit einem Lächeln gegenseitig sich begegnet, eigentlich schon ganz gute Voraussetzungen geschaffen hat, dass man das alles gut hinbekommen kann. Und dass Menschen, die fliehen müssen und da gute Gründe für haben, die dann auch in Asylanträgen ja bestätigt werden können, dass eben frühestmöglich einfach auch auf den richtigen Weg geschickt werden sollten oder die Chance haben sollten, selbst den richtigen Weg zu gehen, weil man ansonsten eben aus dieser Kraft, und das ist mir in den Jahren seit 2016 auch aufgefallen, weil ich viele aus Idomeni noch kenne, wenn man sonst in den jetzt inzwischen 5 Jahren seit Idomeni auch feststellt, wie einige, denen nur Steine in den Weg gelegt werden, die teilweise Ewigkeiten auf Sprachkurse warten mussten, dann kein Arbeitsrecht bekommen haben, dann lange Asylanträge hatten, Familiennachzug hat nicht funktioniert, wie dieses Leuchten in den Augen, was sie beim Tanzen 2016 in Jumeni hatten, dann mit einmal einem leeren Blick weicht, weil man die Menschen einfach irgendwie kaputt macht, wenn sie über 10 Jahre fliehen müssen und nie irgendwo ankommen. Gerald Knaus hat ja auch beschrieben, wie diese Abwärtsspirale funktioniert, dass also die EU-Staaten nicht nur nicht solidarisch sind miteinander, sondern so unsolidarisch, dass sie versuchen, europäisches Recht so zu brechen, dass die Menschen dann weiterfliehen müssen innerhalb der Europäischen Union und immer sind alle irgendwie in einem Limbo, kommen nie irgendwo an. Genau, aber das war jetzt schon wieder eine lange Bilderklärung. Bei den folgenden Fragen halte ich mich kürzer. Ich danke Ihnen aber trotzdem. Und Sie haben recht, das ist ein gutes Bild und da können wir uns, glaube ich, manche Scheibe davon abschneiden. Herr Knaus, Sie sollen die Gelegenheit haben, zu sagen, wenn Sie wollen, mit dem oder dem bin ich nicht einverstanden von dem, was der Herr Marquardt gesagt hat. Also er hat Sie ergänzt, er hat eigentlich keine Gegenrede gesprochen, aber Sie sollen die Gelegenheit haben, wenn Sie wollen. Also ich sehe da nicht viel. Ich glaube, die große Frage für uns alle ist, sind die Ziele, die in dem Koalitionsvertrag stehen, die wirklich die davon sprechen, dass man beweisen will, dass humane Kontrolle, ein Rückgang von irregulärer Migration, ohne Gewalt, ohne dass weiterhin 1.300, 2.000 Menschen im Jahr auf dem Weg nach Europa sterben, gemeinsam mit anderen Europäern und so, dass am Ende mehr Flüchtlinge Schutz bekommen als bisher, ist das möglich? Ich glaube, die große Frage, die man jetzt stellen muss, ist nicht so sehr, was sind die Ziele? Ich glaube, die sind gut zusammengefasst, sondern wie auch Eric Marquardt gesagt hat, wie setzen wir sie um? Und wie nimmt man die Bevölkerung mit? Denn es ist klar, in Deutschland gibt es noch immer eine klare Mehrheit, das hat man auch gesehen in den letzten Umfragen in den letzten Jahren. Man sieht es aber auch im Engagement der Zivilgesellschaft. Auch in Deutschland will eine Mehrheit Kontrolle, aber nicht um den Preis von Gewalt an den Grenzen. Es gibt eine klare Mehrheit für diese Standards, immer noch. Aber diese Mehrheit braucht man eben auch in Italien, in Griechenland, in Spanien, in anderen Ländern. Und man muss auch dafür sorgen, dass etwa in Frankreich, wo jetzt ja Präsidentschaftswahlen und dann wahrscheinlich wieder Parlamentswahlen oder sicher Parlamentswahlen stattfinden werden, dass dann am Ende auch in Frankreich, ein Land mit einer langen Asyltradition, in einer Debatte, in der sehr, sehr viel und sehr polemisch um Migration geht, am Ende ein Partner da ist. Und dazu braucht man Konzepte, die mehrheitsfähig sind, die den Leuten der Bevölkerung zeigt, man hat nicht die Wahl zwischen null Kontrolle und dann kommen angeblich Millionen und der Brutalität, wie sie ein Trump oder andere an ihrer Grenze zeigen wollen. Man kann etwas verbessern, ohne die Kontrolle zu verlieren. Wie man das macht, darüber muss man jetzt reden. Und ist Deutschland in der Lage, andere davon zu überzeugen, das zu tun? Vielen Dank, Herr Knaus. Ich sehe, dass Sie im Chat schon wirklich eine ganze Menge an Fragen haben.
Ich frage jetzt mal. Kann ich noch zwei Bilder zeigen? Sehr gern. Weil im Chat wurden auch Fragen zu Resettlement gestellt und ich dachte, ich zeige Ihnen auch nur zwei Bilder aus dem. Also das ist das Buch, das ich 2020 geschrieben habe. Welche Grenzen brauchen wir? Und ein Bild ist dieser Mann. Das ist der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht. Und der hat 1978 gesehen, wie ein Schiff, das war ein Schiff von Schmugglern, die haben das Schiff gemietet, dann haben Menschen bezahlen müssen, aber das waren Flüchtlinge aus Vietnam. Und die sind dann über das Südchinesische Meer und wurden dann in Malaysia, Deutsche und Österreicher sprechen es anders aus, daran gehindert, an Land zu gehen. Und das waren ganz viele junge Menschen, schreckliche Situation, Flüchtlinge aus Vietnam. 1978. Und er hat damals gesagt, das kann er nicht ansehen, hat dann seinen Innenminister losgeschickt. Und das war das erste Bundesland, das damals gesagt hat, wir holen durch Resettlement legal damals 1000 Flüchtlinge nach Niedersachsen. Und es haben dann ja Deutschland sich auch beteiligt mit vielen anderen Ländern. Diese Aufnahme von Flüchtlingen aus Südostasien, die heute als großer Erfolg gilt, da waren dann am Ende über 2 Millionen Menschen, die da in 20 Jahren aus Südostasien, in Amerika, Kanada, Deutschland, der Schweiz, Australien und anderswo verteilt wurden. Und dieser Mann ist natürlich der Vater von Ursula von der Leyen. Also das ist auch eine Tradition in Deutschland. Und das zweite Bild ist diese Bürgermeisterin, Marion Duvar. Das war die Bürgermeisterin der kanadischen Hauptstadt, Ottawa. Und auch die sah im Fernsehen 1979 diese Bilder von schrecklichen Szenen von Bootsflüchtlingen, die von Piraten gejagt wurden, die untergegangen sind oder die auf schrecklichen Inseln im südchinesischen Meer festsaßen und sagte, wir als Hauptstadt Ottawa können legal 4000 Menschen im Jahr aufnehmen und hat eine Initiative gegründet, das Projekt 4000. Das war dann ein Riesenerfolg. Andere Städte in Kanada haben sich angeschlossen. Der kanadische Regierung hat das eingebettet in ein Programm und dieses Programm gibt es bis heute. Also bis heute ist es möglich, dass in Kanada Vereine, Städte, Bürger, die Zivilgesellschaft sich zusammentun und sagen, wir wollen Leute aufnehmen und der kanadische Staat überprüft, dass es Flüchtlinge sind, macht die Sicherheitschecks, macht die Gesundheitsüberprüfungen, aber unterstützt das. Und so kamen vor der Pandemie etwa im Jahr 20.000 Menschen nach Kanada. Und das war die Initiative dieser Bürgermeisterin. Und ich glaube, das sind so Bilder, die uns zeigen, dass vieles, was wir jetzt bräuchten, gibt es schon, gab es schon. Und ist in Kanada seit Jahrzehnten ein auch parteipolitisch unumstrittenes Programm, weil es sich bewährt hat, weil es funktioniert. Vielen Dank, Herr Knaus, für die Hinweise. Sie haben jetzt damit schon wirklich ein paar Fragen beantwortet, die Sie im Chat gelesen haben. Meine Kollegin Frau Beidinger sitzt mit Blick auf die Fragen und ich frage jetzt die Frau Beidinger. Frau Beidinger, wie viele Fragen haben wir denn jetzt insgesamt im Chat? Ich habe sie jetzt wirklich nicht alle gezählt. Es ist eine ganze Menge an Fragen und Anmerkungen. Die Teilnehmer diskutieren ja zum Teil auch schon untereinander im Chat. Ich würde jetzt einfach mal anfragen mit der ersten Frage. Das ist so eine kleine Verständnisfrage, die bezieht sich wahrscheinlich noch auf die Präsentation von Herrn Knaus. Und zwar möchte Herr Rickens aus Bremen gerne wissen, werden die Migranten doppelt gezählt, wenn sie zum Beispiel, also wenn sie innerhalb der EU reisen, wenn sie zum Beispiel erst nach Dänemark kommen und von Dänemark dann weiter nach Deutschland. Wie wird das dann gezählt? Werden die doppelt gezählt oder einfach gezählt? Also die Zahlen, die ich hier angegeben habe über irreguläre Migration in die EU, die werden nur einmal gezählt. Also es wird nicht Leute, die in Griechenland einmal erfasst werden und die Leute kommen nicht heimlich nach Griechenland, die werden dann etwa in Kroatien nicht noch einmal gezählt. Das war früher mal so, das war dann sehr konfus, da waren die Zahlen viel größer, aber das ist heute nicht der Fall. Also diese Menschen werden einmal gezählt. Bei Asylanträgen kann es sein, obwohl es ja eigentlich ein System gibt, ich weiß aus der Praxis, dass es Menschen gibt, die in Stalin einen Asylantrag gestellt haben, davon weiß man in Deutschland nichts. Fragen Sie mich nicht, wie das technisch geht, aber die haben das vor 3-4 Jahren gestellt. Ich glaube, diese Archivierung dieser Information verschwindet nach einer Weile. Und dann stellen Sie in Deutschland einen zweiten oder in Frankreich, Sie waren in Deutschland, ziehen nach Frankreich, stellen dort einen Antrag. Da kann es Doppelungen geben. Aber die Dimensionen des Phänomens sind uns relativ klar.
Das ist kein unüberbrückbares Problem. Es gibt Vorschläge auch im Europaparlament von der Kommission, die Datenerfassung zu verbessern. Das ist Teil dieses großen Pakets. Das ist aber, glaube ich, bis jetzt noch nicht beschlossen. Das wäre sicher sinnvoll. Es wäre gut zu wissen, wer wo ist und um wie viele Menschen es geht. Gut, da haben wir das, glaube ich, hinreichend beantwortet. Herzlichen Dank. Ich würde dann gleich weitermachen mit Frau Blätterlein, die gern wissen würde, wie soll es gelingen, Partner zu gewinnen? Ich nehme jetzt an, in den Ländern, aus denen die Leute emigrieren, wenn erst die Regimes in diesen Ländern kollabieren. Beispiel Tunesien, Libyen. Also ganz kurz, Libyen ist ja, aber ich sage gleich leider, seit vielen Jahren ein oder der privilegierte Partner der Europäischen Union. Italien hat 2017 alte Abkommen, die es schon unter der Regierung von Silvio Berlusconi gab, wiederbelebt. Das war eine große Koalition mit einem Innenminister der Mitte-Links-Partei, der Demokratischen Partei. Und die haben dann wieder mit Libyen, mit der Küstenwache und mit der sogenannten, also damals extrem schwachen libyschen Regierung, die ja nur die Hauptstadt kontrolliert hat, diese Verträge erneuert. Und die Idee war, dass Libyen Menschen daran hindert, in Boote zu steigen und dass Libyen Menschen oder die Seenotrettungsverantwortung übernimmt und Leute zurück nach Libyen bringt. Ich sage leider, weil wir alle wissen von Anfang an, dass die Berichte sind unzählig, viele Journalisten, viele NGOs haben das vor Ort überprüft, wie dramatisch die Lage natürlich in Libyen ist. Das ist ein Land im Bürgerkrieg, die Flüchtlingskonvention gilt gar nicht, es gibt keinerlei wirkliche Kontrolle. Und wer mit den Menschen gesprochen hat, die auf den Booten gerettet werden oder die auch in Deutschland dann ankommen. Ich sprach mit vielen Westafrikanern in den letzten Jahren, die erzählen das Schrecklichste über die Zeit in Libyen. Also Libyen darf eigentlich kein Partner sein. Bei Tunesien oder anderen Ländern wäre die Situation anders. Ich glaube eben genau darum muss es gehen, Ländern einen Anreiz zu geben und auch gleich die Außenpolitik und die Migrationspolitik zusammenzudenken. Tunesier sind die größte Zahl von Menschen, die derzeit in Booten irregulär nach Italien kommen. Anfang der 90er Jahre konnten Tunesier noch visafrei nach Italien reisen. Die Europäische Union hat für die Ukrainer die Visapflicht aufgehoben. Die Ukraine ist viele Mal größer. Tunesien hat 11 Millionen Einwohner, die Ukraine über 40 Millionen und pro Kopf viel ärmer. Dazu kommt natürlich noch der Krieg in der Ukraine. Trotzdem hat die Europäische Union 2017 die Visapflicht aufgehoben, nachdem die Ukraine eine ganze Reihe von Reformen und Kooperation und auch Kooperation bei der Reduzierung irregulärer Migration an ihrer Grenze mit der EU eingegangen ist. Und dann haben die Innenminister der EU, das muss mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden, das beschlossen. Wenn man so etwas Tunesien anbieten würde, wenn man also sagen würde, Tunesien ist in diesem Moment wieder in einer Krise, aber es ist immer noch die vielversprechendste Demokratie in Nordafrika. Wenn Tunesien kooperieren würde, auch bei der Seenotrettung, auch damit, dass Leute, die nach Tunesien kämen, dort human aufgenommen würden, dass es dort auch Asylverfahren geben könnte durch den UNHCR. Wenn Tunesier dafür das Versprechen erhielten, als Touristen einreisen zu dürfen, wenn Tunesien sich gleichzeitig verpflichtet, ausreisepflichtige Tunesier sofort zurückzunehmen. Also einen Fall Amri hätte es dann nicht gegeben, denn der war bereits in Italien ein Straftäter, den hätte Tunesien sofort zurückgenommen. Dann hätten beide Seiten einen Gewinn an Kontrolle. Wir hätten mehr legale Mobilität. Es wäre das erste Land Afrikas, das Visafreiheit hätte für die EU. Alle Länder Südamerikas haben Visafreiheit, bis auf Kuba und Bolivien, glaube ich. Also alle Länder Südamerikas, die Menschen können in ein Flugzeug steigen, nach Europa kommen und visafrei einreisen. Aus Afrika kein einziges Land. Hier zu zeigen, dass wir legale Mobilität wollen, dass wir nicht wollen, dass sich Menschen in Boote setzen, dass wir aber auch Kontrolle wollen durch Kooperation, das halte ich für realistisch. Und ich habe gesehen, wie das die Europäische Union verhandelt hat mit Moldau, mit Georgien, mit der Ukraine, mit den Balkanländern und wie das für beide Seiten funktioniert hat und wie die Innenminister überzeugt werden konnten in der EU, dass das für die Europäische Union ein Vorteil ist. Und da, glaube ich, hat die Ampelkoalition echt eine Chance, hier kreativer und proaktiver voranzugehen. Also legale Mobilität ist gut, Hilfe und Kooperation ist gut, solange sie nicht mit Regimen wie Libyen erfolgt, wo Menschen gefoltert und gequält werden.
Herr Marquardt, Sie haben so genickt. Wollen Sie sich dazu noch mal äußern oder wollen wir zur nächsten Frage gehen? Ach, wir können gerne zur nächsten Frage kommen. Ich glaube, das kann ich die Sachen, die ich sagen will, noch einbringen. Ich war auch noch bei der Datenerfassung und so. Da wird dann manchmal so ein bisschen das ja auch gerne genutzt, so zu tun, als hätte man überhaupt keinen Überblick, wer eigentlich wohin kommt und würde niemanden registrieren. In der Tat ist das in den vergangenen Jahren nicht leichter geworden, auch durch den Anstieg von illegalen Pushbacks, weil ja kein EU-Staat die Pushbacks irgendwo registriert. Also da kann man dann eben nur mutmaßen, wie viele Menschen haben eigentlich versucht, in das jeweilige Land, also nehmen wir jetzt mal Polen, zu kommen. Weiß man nicht so genau, weil das wird natürlich nicht alles fein säuberlich aufgeschrieben. Es ist ja illegal, man macht sich ja strafbar damit. Also meldet man das natürlich nicht sofort weiter. Und da gibt es eben dann auch Leute, die eben mehrfach versuchen, in die Europäische Union zu kommen und die auch mehrfach schon in Händen von Grenzbeamten sind, wo man ja organisieren kann, dass man schaut, wer ist das eigentlich, Fingerabdrücke nehmen, was will die Person eigentlich, rechtsstaatliches Verfahren machen und dann alles irgendwie organisieren. Das passiert aber alles nicht, sodass Leute, die dann im Zweifelsfalle vielleicht in diese, hier wurde von Terrorismus gesprochen, ist jetzt nicht so, dass viele Leute auf den Fluchtrouten Terroristen sind, das ist, wird natürlich gerne genutzt, um so ein bisschen Angst zu machen, hat mit der Realität aber nicht viel zu tun. Aber nehmen wir mal an, da ist jetzt ein Terrorist, ja, wenn ich den 5-mal pushbacke nach Belarus und beim 6. Mal schafft er es dann endlich, unerkannt durchzukommen, dann habe ich eben nicht für Sicherheit, sondern für Unsicherheit gesorgt mit diesem Pushback und den Pushbacks. Und deswegen ist natürlich auch diese zunehmende Tendenz, sich außerhalb des EU-Rechts zu bewegen, ein Unsicherheitsfaktor, der eben Dinge wenig kontrollierbar macht, insbesondere nicht nur aus Sicherheitsaspekten, sondern auch demokratisch kontrollierbar machen. Also ich kann bei Wahlen dann nicht mehr entscheiden, was an den Außengrenzen passiert, weil ich eben überhaupt nicht mit der Wahl von Parlamenten, die dann Gesetze machen, darauf Einfluss nehmen kann, was die Exekutive oder so dann eben dort angewiesen bekommen. Ja, genau, das lange Rede, kurzer Sinn, Datenerfassung ist besser, aber man muss auch schauen, dass man dann mit den Rechtsgrundlagen und so umgeht, dass man nicht mehr zu Chaos beiträgt. Und das haben wir in den letzten Jahren nicht besonders gut hinbekommen mit den EU-Mitgliedstaaten, die dann einfach da wirklich ein großes Chaos erzeugt haben an den Außengrenzen. Nicht nur viel Leid, sondern auch Chaos. Wir haben jetzt auch die erste Wortmeldung. Ich würde aber vorher noch mal eine Frage von Herrn Julius stellen wollen. Er schreibt, aus meiner Sicht ist die Einwanderung von Muslimen in das christliche Deutschland problematisch. Warum nehmen führende islamische Länder wie der Iran oder Saudi-Arabien keine Flüchtlinge auf? Also ich habe viele Jahre meines Lebens beruflich und privat in Bosnien und in der Türkei gelebt. Also ich kenne diese muslimischen Länder und ich weiß, und das habe ich ja, glaube ich, in meinem Vortrag auch darauf hingewiesen, dass die Türkei seit vielen Jahren das Land ist, das weltweit die allermeisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Und zwar nicht erlitten, sondern die Grenze war bewusst viele Jahre lang offen. Auch der Libanon hat in Bezug auf seine Bevölkerung die größte Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Auch Jordanien hat einige Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen. Zuerst aus dem Irak, als dort Krieg war, und dann eben auch aus Syrien. Das heißt, wenn wir uns die letzten 10 Jahre ansehen, die Zeit seit 2012, dann sind diese Länder, das sind alles muslimische Nachbarn, die Länder gewesen, die weltweit am allermeisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort aber ist, ich würde sehr davor warnen, hier mit diesen großen Kategorien, dann kommen wir schnell in die Gefahr von Diskriminierung aufgrund von Religion. Die Grundidee der Flüchtlingskonvention ist, dass es darauf ankommt, ob jemand Schutz braucht. Und das war ja die Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit im Zweiten Weltkrieg, als etwa die Schweiz, eine Demokratie, in ihrer Politik der Pushbacks, die haben ja Leute zurückgestoßen, die geflohen sind aus dem Dritten Reich, dass nach Nationalität oder Religion oder der Schweizer Begriff damals, nicht der Schweizer, der deutsche Begriff, der europäische Begriff war Rasse, also Juden wurden zurückgeschickt von der Schweiz, Franzosen, französische Soldaten, die in die Schweiz geflohen sind, nicht, Zwangsarbeiter, die danach hingerichtet wurden, wenn sie zurückgeschickt wurden nach Deutschland aus Polen oder Sowjetunion,
wurden von den Schweizer Zöllnern zurückgeschickt. Das heißt, da wurde diskriminiert nach Nationalität oder Religion. Und genau aus dem Grund ist die Flüchtlingskonvention ja diese radikale Idee, die sagt, wir stellen fest, ob eine Person Schutz braucht und dann ist egal, ob mir diese Person jetzt sympathisch ist, ob das jetzt ein Christ, ein Jude, ein Moslem, ein Ungläubiger, ein was auch immer, Afrikaner, Europäer, Asiate, egal, es geht darum, braucht diese Person Schutz. Das ist die radikale Idee von 1951. Und das war die Erfahrung von Europäern. Und wenn Sie sich die Berichte lesen, wie in der Schweiz in den 30er Jahren über Berliner oder österreichische Juden gesprochen wurde, von den Behörden, auch zum Teil in den Medien, diese dunklen Gestalten aus dem Osten, dann sehen Sie, wie gefährlich diese Vorteile sind. Denn das hat dazu geführt, dass Zehntausende Menschen in den sicheren Tod zurückgeschickt wurden. Also man muss prüfen, wer braucht Schutz. Aber die Schutzbedürftigkeit als Kriterium für die Aufnahme von Flüchtlingen zu erhalten und das nicht an die Religion oder Herkunft der Menschen zu binden, ist seit damals, glaube ich, ein Fundament der Idee, wie Erik Marquardt ja sagt, der Menschenwürde. Jeder Mensch hat eine Menschenwürde und es geht darum, die für jeden Menschen zu schützen. Ja, es ist halt auch borniert und kleinbürgerlich zu glauben, man könnte Menschen so leicht in Kategorien einteilen, nur weil sie jetzt irgendeinen bestimmten Glauben haben. Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass wir da irgendwie vor 15 Jahren schon ein Stück weiter waren und irgendwie so klarer war in der Gesellschaft, okay, also an sozusagen jetzt irgendwie Leute in einzelne Schubladen einsortieren, das ist nicht so cool. Das machen wir mal nicht lieber und wir widmen uns den Menschen in der Komplexität, die sie einfach haben. Ja. Also da gibt es zum Beispiel ja dann auch die Konsequenz, aus der sich solche Gedanken ergeben haben, dass man eben nicht einfach, und das wäre dann wirklich hypermoralisch aus meiner Sicht und etwas drüber, dass man nicht einfach jetzt sagt, wer darf ins Land kommen oder wer nicht aufgrund von so unklaren Kriterien. Oder dass man nicht sagt, du wirst jetzt bestraft für deine Religion oder sowas, sondern dass man sich einfach anguckt, was gibt es für Regeln in der Gesellschaft, welche Regeln sind eher so irgendwie wichtig, Strafrecht, welche Regeln sind falsch parken oder so, jetzt eher nicht so schlimm, da muss man dann nur eine Strafe bezahlen. Und dann muss man eben gucken, dass diese Regeln einigermaßen eingehalten werden und man muss eben auch schauen, dass Menschen, die aus anderen Ländern kommen, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Saudi-Arabien auswandern würde, oder versuchen würde, da Asyl zu beantragen oder so, dann wüsste ich ja auch nicht sofort, an was muss ich mich jetzt hier wie halten und wie verhalten sich Menschen so. Also da muss man auch, glaube ich, schnell Kurse anbieten für Leute, die dann einfach länger in dem Land bleiben. Und die Kurse werden ja auch sehr gut angenommen. Meistens gibt es aber für Menschen, die dann nach Deutschland kommen, nicht so schnell irgendwie Integrationskurse, also Sprachkurse, aber auch Kulturmittlung. Und wenn man daran arbeitet, dass Menschen halt einfach Informationen darüber bekommen, wie man sich am besten an wen hier wendet in dem Land, um seinen, keine Ahnung, Führerschein anerkennen zu lassen. Und wenn man dann eben auch noch hinbekommt, dass man mehr darüber redet, dass die allermeisten Menschen, ganz unabhängig von ihrer Religion, wenn die hier nach Deutschland fliehen, eigentlich nichts anderes wollen, als Teil der Gesellschaft zu werden, sich hier einzubringen und auch ein guter Teil, einen guten Beitrag leisten zu können zur Gesellschaft, dann ist man echt schon, ich würde sagen, auch 15 Schritte weiter, als wenn man jetzt darüber diskutiert, ob es irgendwo eine Studie gibt, dass die Mehrheit jetzt Muslime gerade nicht mag. Wobei das natürlich, und da möchte ich vielleicht noch einen Satz anschließen, schon auch ein Signal ist, wenn es solche Studien gibt, dass man da mehr gegen Vorurteile machen muss, dass man auch schauen muss, wo kommen diese Vorurteile eigentlich her und wie kann man frühzeitig dagegen arbeiten, weil man dauerhaft leider Minderheitenrechte auch nicht gegen Mehrheiten stabilisieren wird, wenn da sich Mehrheiten radikalisieren und Vorurteile sich Vorurteile gegenseitig bestätigen und so. Also da muss man sicherlich auch dran arbeiten, aber dass man jetzt versucht, darauf einzugehen, dass jemand aufgrund der Religion entscheiden will, wer hier noch Rechte hat oder nicht, da muss man dann auch irgendwann ein Stoppschild setzen. Wir haben jetzt noch so viele Fragen im Chat und auch schon zwei, die
Ihre Fragen so nennen wollen, dass ich Sie beide bitte, die nächsten Antworten kurz zu halten, wenn es geht, weil uns die Zeit zusammen davonläuft. Ich verstehe es aber sehr, sehr gut. Sie schöpfen aus dem Vollen. Das Thema liegt Ihnen am Herzen. Und deswegen können wir wirklich alle gut verstehen, dass Sie Ihre Eindrücke, Ihr Wissen, Ihre Vorschläge. Wir machen das jetzt ganz kurz. Und Sie sind Meister der kurzen Antworten, theoretisch. Oh, das ist gut. Ich würde vorschlagen, dass wir Fragen bündeln, dass wir jetzt die beiden Fragen, die Person, die Hand gehoben haben, nacheinander nehmen. Das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, die Frau Zontrowski und der Herr Dreher, wenn die hintereinander ihre Fragen stellen könnten und wenn die Frau Beidinger dann auch die nächsten Fragen auch aus dem Chat wieder im Blog vergibt. Ich glaube, dann kommen wir schneller vorwärts und können noch ein paar schaffen. Das wäre also Frau Zontrowski. Okay, herzlichen Dank an Sie beide für diese spannenden Eindrücke. Ich hätte auch tatsächlich zwei Fragen. Und zwar hatten Sie vor allem, Herr Knaus, ja Tunesien und auch andere Partnerländer, wie zum Beispiel die Türkei, angesprochen. Mit der Türkei hat ja die EU auch diesen sogenannten EU-Türkei-Deal abgeschlossen, um eben diese Rückführung von Geflüchteten abzusichern. Und hier ist meine Frage, ob das nicht auch problematisch ist, wenn diese Länder, wie Sie auch angesprochen haben, sowieso schon sehr, sehr viele Geflüchtete aufnehmen, ob diese Länder damit nicht auch überlastet werden und damit auch Demokratien destabilisiert werden. Also die EU mit solchen Deals nicht auch die Demokratien unterminiert und die Länder dann eben weil die EU der deutlich stärkere Partner in solchen Verhandlungen meistens ist. Also wenn wir jetzt Tunesien zum Beispiel nehmen, dann diese Länder auch gar nicht demokratisch mehr wirklich die Wahl haben, diese Flüchtlingsströme dann kontrollieren können. Das wäre meine erste kritische Frage. Und die zweite bezieht sich auch nochmal auf die verzerrte Wahrnehmung. Und zwar hatten Sie, Herr Marquardt, ja auch, wie ich finde, guterweise die Komplexität jedes einzelnen Menschen angesprochen. Doch sehe ich in den Debatten und auch im Chat wurde das deutlich, dass Flüchtende häufig eben nicht als Individuen gesehen werden, die eben Schutz suchen, sondern vielmehr als Last und als Gefahr. Und hiermit also dieses Sicherheitsaspekt, Menschen als Sicherheitsrisiko, viel mehr Wert bekommt als tatsächlich, worum es eigentlich geht, nämlich das Menschenrecht auf Asyl, das Menschenrecht auf Menschenwürde, wie Sie auch gesagt hatten, und wie man dem begegnen kann und auch muss und wieso die EU da in diesen Sicherheitsdiskurs immer wieder abrutscht und wir auch heute sehr viel über Sicherheit reden. Vielen Dank. Herr Dreher, gleich Sie Ihre Frage noch mit? Ja, dann schließe ich direkt an. Auch kurz, bitte. Ja, auf jeden Fall. Frau Zera, es wird Sie auch freuen, dass meine Frage auch mit einem Ja und Nein zu beantworten ist. Meine Frage schließt sich nämlich auch an den EU-Türkei-Deal an. Und zwar hat sich ja da, wir haben vorhin über legale Fluchtmöglichkeiten geredet, die EU dazu verpflichtet, genauso viele Menschen, die in die Türkei abgeschoben werden, auf legalem Wege aufzunehmen in die EU. Und da würde mich interessieren, ob diese Verpflichtung von der EU bisher eingehalten wurde, ob das aktuell der Fall ist. Das waren jetzt Fragen. Die erste Frage ging sowohl an Herrn Knaus wie auch an Herrn Marquardt. Und die zweite, ja. Auch die zweite ist leicht zu beantworten. Also, wenn Sie die EU-Türkei-Erklärung lesen, dann sehen Sie, dass das ein Missverständnis ist. Das ist leider sehr weit verbreitet. Das hat ja die Türkei vorgeschlagen und deren Angebot war, die Idee war zu sagen, wir nehmen ab einem Stichtag Leute zurück in der Erwartung, dass dann die Zahl der Leute, die nach Griechenland kommen, schnell abnimmt. Und das ist ja auch passiert, von 1 Million in 12 Monaten auf 26.000 in den 12 Monaten darauf. Die Türkei hat erwartet, damals die Verhandler, auch der Ministerpräsident Davutoğlu, dass die Zahl dann ganz schnell fällt und im Gegenzug Punkt 4 des Abkommens sagt, wenn die Zahl der irregulär kommen fällt, dann gibt es eine größere humanitäre Aufnahme aus der Türkei.
Tatsächlich war es von Anfang an so, dass die EU, wie in diesem vierten Punkt angeführt, immer mehr Leute aufgenommen hat, als zurückgeführt wurden. Es wurden insgesamt ungefähr 2000 Leute zurückgeführt in die Türkei in vielen Jahren. Es wurden 30.000 aus der Türkei aufgenommen. Das waren weniger, als erwartet waren, als die Türken erwarteten. Aber es waren immer viel mehr, als zurückgeschickt wurden. Tatsächlich ist dieses Abkommen ja seit 2 Jahren, das ist ja kein Abkommen, es ist eine Presseerklärung rechtlich, die man nicht aufkündigen kann, weil sie eben nur eine Presseerklärung ist und eine Absichtserklärung beider Seiten, Dinge zu machen, zu denen sie sich vorher schon verpflichtet hatten. Und beide Seiten halten sich nicht mehr daran. Die EU hat für die Türkei kein zusätzliches Geld mehr versprochen für die 3,7 Millionen Flüchtlinge im Land. Das heißt, das, was wir jetzt haben, nämlich keine Einigung mehr, wo die Türkei niemand mehr aus Griechenland zurücknimmt seit 2 Jahren, wo aber die EU auch keine neuen Gelder mehr verspricht für die größte Zahl von Flüchtlingen in einem Land in der Wirtschaftskrise, das ist das, was wirklich die Lage der Flüchtlinge in der Türkei destabilisiert. Es gibt kein zusätzliches Geld, aber es gibt wöchentlich, ja täglich Pushbacks an der griechisch-türkischen Grenze. Und was meine Kollegen und mich angetrieben hat, war immer die Angst, dass genau das passieren wird. Wenn wir keine Einigung haben, heißt das nicht, dass dann eine größere Zahl von Flüchtlingen einfach irregulär weiterhin kommen. Denn schon 2016 gab es eine breite Koalition in der EU, angeführt von Ungarn, Österreich, aber viele andere Staaten, die gesagt haben, wir müssen die Menschen daran hindern. Das, was wir an der kroatisch-bosnischen Grenze sehen, die Gewalt auch gegen Minderjährige und heute an der polnisch-belarussischen Grenze, das war damals der Plan, die sogenannte Schließung der Balkanroute, also mit Gewalt Leute zurückzustoßen. Und das war damals schon die Alternative zu einer Einigung. Und darum glaube ich, dass es immer noch besser wäre, man hätte erneut eine gemeinsame Erklärung, wo drin steht, es werden nur Menschen in die Türkei zurückgeschickt, die in der Türkei sicher sind. Das sind allerdings die allermeisten Syrer. Das sind ja schon Millionen seit Jahren dort mit 700.000 Kindern in der Schule. Bei anderen muss man schauen, also ob Afghanen in der Türkei sicher sind, das ist, kann man nicht einfach annehmen, denn da gibt es auch Rückführungen ohne Verfahren nach Afghanistan oder bis vor kurzem, bis vor einigen Monaten gab es die. Dann kann man sie nicht zurückschicken. Aber im Gegenzug dafür, dass aus der Türkei Leute aufgenommen werden, unterstützt die Europäische Union die Flüchtlinge in der Türkei und nimmt eine größere Zahl legal auf. Das wäre immer noch um vieles besser und ich hoffe, dass die Bundesregierung hier auch neu verhandelt. Letzter Satz. Derzeit verschärft sich die Lage für Flüchtlinge in der Türkei stark. Die Spannungen wachsen, die Wirtschaft bricht zusammen, Inflation ist sehr hoch. Das trifft natürlich die Ärmsten am meisten. Die kommen aber nicht raus, weil die europäische Grenze mit Gewalt geschlossen ist. Nicht durch Rückführungen, wie in der Erklärung vorgesehen, sondern einfach durch Gewalt. Syrer kommen nicht mehr raus. Nach Syrien zurück können sie auch nicht. Und in der Türkei wächst die Spannung. Und die Europäische Union redet zwar von weiteren Milliarden zur Unterstützung von Schulen, Medizin und anderem, aber das Geld wird, es gibt keine wirklichen Verhandlungen darüber und das Geld kommt nicht und wird auch nicht wirklich auf den Tisch gelegt. Das heißt, das ist eigentlich die schlechteste aller Lagen. Und damit ist auch, glaube ich, die Frage beantwortet mit den schwachen Staaten. Die Europäische Union schafft es nicht, die ärmsten Länder der Welt dazu zu bringen, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Mit gutem Grund, diese Länder, das kleine Gambia, 2 Millionen Einwohner, sagt, wenn Deutschland sagt, nehmt unsere Bürger, sagt, das ist zu unpopulär, das machen wir nicht. Da gibt es Proteste im Land. Das heißt, ich glaube nicht, dass es Migrationspartnerschaften geben kann, die nicht auch im Interesse des anderen Landes sind. Die Frage ist, was ist das Interesse? Im Falle Libyens gab es viel Spekulationen in den italienischen Medien, wie viel Geld da geflossen ist, auch an dubiose Gruppen in Libyen von Seiten Italiens. Das ist natürlich eine unmoralische Art von Abkommen. Wenn man aber einem Land etwas verspricht, was in dessen Interesse ist, und daran denke ich ja, Visafreiheit etwa oder legale Arbeitsmigration, wie für den Westbalkan und für Tunesien, dann wäre das ja im Interesse des Landes. Wenn es nicht im Interesse ist, kann diese Art Abkommen gar nicht funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, es darf nicht sein, was diese Länder schwächt. Auch die EU-Türkei-Erklärung gab es nur, weil die Türken uns das angeboten haben. Sonst hätte die es nie gegeben. Mittlerweile diskutiert unser Teilnehmer auch... Oh, Entschuldigung. Herr Marquardt? Nee, gar kein Problem. Also
Ja, also die EU-Türkei-Erklärung hat ja auch eine Zeit lang gehalten, weil es im Interesse der Türkei war, dass, obwohl die Erklärung an vielen Stellen nicht so umgesetzt wurde, wie das dann eigentlich passieren sollte, weil es im Interesse der Türkei war, die Europäische Union in eine Abhängigkeit zu halten von der Türkei. Also die Türkei konnte weiterhin auch nach Abschluss dieser Erklärung ohne maßgebliche Konsequenzen fürchten zu müssen, insbesondere als die meisten Gelder dann auch ausgezahlt waren, dann davon ausgehen, dass aus der Europäischen Union heraus Menschenrechtsverletzungen in der Türkei nicht so groß angesprochen werden, dass man aber auch immer wieder Druck erzeugen kann, indem man einfach sagt, okay, jetzt nehmen wir mal keine Menschen mehr zurück, jetzt schicken wir mal wieder mehr Schlauchboote los, oder jetzt etwas vereinfacht gesagt. Also diese Abhängigkeit, in die man sich dort begeben hat, die aufzulösen, wäre sicherlich für folgende Abkommen in der Form wichtig, dass die Abkommen, mit denen, und das hat Gerold Knaus schon angesprochen, dass die Staaten, mit denen man Abkommen schließt, dann eben auch ein ernsthaftes, intrinsisches Interesse an diesem Abkommen haben, weil sie eben viele Vorteile davon haben. Und da ist es sicherlich ein Vorteil, dass da Geld an die Türkei floss, aber der floss ja auch nicht nur Geld an Erdogan oder so, sondern eben, das kam schon zu sehr, sehr großen Teilen auch bei den Geflüchteten an. Und übrigens der Teil, den ich sehr positiv finde am EU-Türkei-Deal, dass die syrischen Geflüchteten dort dann eben Zugang zu Gesundheitsversorgung, Schulversorgung hatten und dass eben auch die Perspektiven für syrische Geflüchtete in der Türkei verbessert wurden. Die Türkei hat ja bekanntlich mehr Geflüchtete aus Syrien aufgenommen als die gesamte Europäische Union zusammen. Das muss man vielleicht auch immer noch mal dazu sagen. Also so, dass ich nicht unbedingt sehe, dass solche Abkommen, und deswegen habe ich das noch mal ein bisschen ausgeführt, weil das auch für die Diskussion in der Ampelregierung sicherlich relevant wird. Ich sehe es nicht so, dass jetzt Migrationsabkommen zwangsläufig Demokratien destabilisieren oder immer ungerecht sein müssen. Man kann das auch so organisieren, dass das auf Augenhöhe diskutiert wird und auch zum beidseitigen Vorteil, dass dann eben dadurch auch mehr Mobilität möglich wird, die dann dafür eben nicht mehr über Schlauchboote funktioniert, sondern über normale Fortbewegungsmittel. Das ist sicherlich gut. Und dann wurde ich noch gefragt, wie kommt es eigentlich, dass man sozusagen immer Migration als Sicherheitsrisiko diskutiert? Und das ist in der Tat ein bisschen absurd, weil die meiste Migration ja legal abläuft. Ja, also wir haben sozusagen ganz viel legale Migration, über die niemand so richtig redet, und einen relativ kleinen Teil irregulärer Migration, auf die sich sehr viel Wut, sehr viele Ängste, sehr viel Hass projiziert, was oft eben also wirklich sehr vorurteilsgetrieben ist und das auch vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass man sich im Rechtspopulismus ganz oft versucht, einen Feind von außen herbeizureden, gegen den man dann ein gemeinsames Innen braucht, was sozusagen dann irgendwie definiert ist und dieses Außen, diese Gefahr von außen irgendwie abwehrt. Und das kann man natürlich ganz gut mit den Schwächsten machen, die auch nicht sich wehren können, weil sie eben nicht das Geld für Anwältinnen, Anwälte haben, also weil man relativ leicht nach unten treten kann, während das nach oben treten immer relativ schwierig ist. Und da glaube ich, also könnte man jetzt sehr lange drüber reden, warum eigentlich sozusagen da Rassismus immer noch in unserer Gesellschaft existiert, aber Rassismus und auch einige andere Gründe sind da sicherlich sehr relevant dafür, dass man diese eigentlich naive Vorstellung, dass man Migration mit einer Haltung, man ist dafür oder dagegen, jetzt irgendwie irgendwie beeinflussen könnte. Migration wird eben vorhanden sein, man muss die gut organisieren, und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, man muss aber Zuwanderung aus muslimischen Ländern und hier und da. Alles komplex, muss man sich alles irgendwie überlegen, wie man Sachen gut organisiert, aber zu glauben, dass durch besonders laute Töne von irgendwelchen Sachen in Kommentarspalten oder Chats oder sozialen Medien mit einmal Migration aufhört, nur weil irgendwer jetzt besonders hart dagegen geredet hat und besonders beleidigend war, finde ich auch immer sozusagen ja, niedlich, könnte man sagen, weil ich glaube, dass wir eben natürlich die Herausforderung haben, dass wir mit einer Diskussion in der Form, wie wir sie in den letzten Jahren in der Europäischen Union geführt haben, nicht zu einem Ergebnis kommen. Wir müssen uns mit Migration so beschäftigen, dass das am Ende ordentlich organisiert ist. Wir sehen gerade in Griechenland, sorry, dass ich schon wieder lange rede, aber ich höre jetzt wirklich gleich auf,
Wir sehen gerade in Griechenland zum Beispiel, dass diese Pushbacks in der Ägäis dazu führen, dass jetzt eben andere Routen genommen werden, wo Leute versuchen, auf viel gefährlicheren Wegen noch nach Athen zu kommen, etc. Und das heißt nicht, dass man nicht irgendwie die Europäische Union auch einmauern könnte. Ich glaube, man würde es schaffen, irreguläre Migration weitgehend abzuhalten. Aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist eben riesig. Also da geht es nicht um die Frage, ob man es gut oder schlecht findet, Zuwanderung, wie das gesagt wurde hier im Chat, aus muslimischen Ländern, sondern es geht um die Frage, ob man eigentlich noch in den Spiegel schauen kann als Europa und vielleicht auch als Europäer, wenn man weiß, dass man die eigene politische Haltung damit durchsetzt, dass man eben kein Rettungsschiff schickt, wenn da 5-jährige Mädchen im Mittelmeer ertrinken. Und es geht eben auch darum, ob man eigentlich es okay findet, dass Menschen einfach gefoltert werden, ohne eine Straftat begangen zu haben, dass in Kroatien in die Fingernägel gezogen werden teilweise, bevor man sie nackt wieder durch den Wald nach Bosnien-Herzegowina schickt. Und diese schweren Verbrechen, vielleicht sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dürfen eben nicht normal werden, hoffentlich auch aus der Sicht der Mehrheit der Bevölkerung in Europa, weil es eben auch immer darauf ankommt, welche Fragen stellt man eigentlich. Also wenn man die Frage stellt, finden Sie es toll, wenn ganz viele muslimische Männer nach Europa einwandern, dann sagen eben viele Nein, aber ich hoffe, dass viele auch Nein sagen und sich dann auch klar machen, was es eigentlich heißt, das zu verhindern. Wenn man fragt, finden Sie eigentlich okay, dass Menschen einfach so gefoltert werden, ohne eine Straftat begangen zu haben oder nicht? Ja. Naja, gut. Langes Thema, kann man echt ewig diskutieren, aber machen wir auch regelmäßig. Also falls die Leute, die hier sind, noch mehr Lust auf Diskussion haben. Gerald Knaus und ich treffen uns auch bestimmt dieses Jahr öfter in Zoom-Meetings. Ich sehe schon, unsere Teilnehmer diskutieren auch ganz kräftig untereinander im Chat und es sind jetzt so viele Beiträge, die wir sowieso nicht schaffen können und vieles ist ja auch schon angesprochen worden. Ich hoffe, Sie verzeihen uns, liebe Teilnehmer, dass nicht jede Ihrer Frage hier zur Sprache gekommen ist. Frau Zehrer, wenn Sie einverstanden sind, vielleicht noch eine abschließende Frage. Herr Singer würde gerne wissen, ob es nicht sinnvoll wäre, statt an Frontex immer mehr Geld zu geben, eine gemeinsame, gut ausgestattete europäische Asylbehörde zu schaffen. Ja, ich kann das, also nur weil das gerade im Chat irgendwie angesprochen wurde, also sozusagen... Also die Rassismuskeule, nur weil ich Rassismus gesagt habe, also es gibt auch Rassismus, das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dass einige, die da bestimmte Sachen im Chat schreiben, sozusagen nicht das schreiben würden, wenn es jetzt um eine Schlauchbootfahrt von Leuten aus Schweden gehen würde auf dem Mittelmeer oder so, was sie da dann schreiben. Deswegen glaube ich, dass der Rassismus schon einen wesentlichen Teil bringt. Und da finde ich es auch wichtig, das mal auszusprechen. Und das Zweite, also immer mehr Geld an Frontex ist in der Tat die Frage, was leistet eigentlich die Agentur dafür, dass man ihr Steuergeld gibt? Da hat der Europäische Rechnungshof eine sehr kritische Analyse gemacht, also verheerend eigentlich, dass also kaum, obwohl immer mehr Geld zu Frontex fließt, also kaum Ziele von diesem Mandat erreicht werden, was Frontex 2019 bekommen hat. Und da finde ich in der Tat, darf man auch nicht, nur weil das gerade besonders in ist, einfach so tun, als könnte man mit immer mehr Geld in Grenzschutz sich sparen, ein funktionierendes Asylsystem zu haben. Das wird nicht funktionieren, denn die Aufgabe von Frontex oder von Grenzschutz im Allgemeinen ist ja nicht, die Asylanträge zu kontrollieren, zu bearbeiten oder zu entscheiden, wer darf einen Asylantrag schreiben oder nicht. Also das ist ein Missverständnis von Grenzschutz. Und deswegen glaube ich, in der Tat muss man gucken, und es ist jetzt gar nicht, also Frontex kann meinetwegen existieren, wenn sie rechtsstaatlich da irgendwie dafür sorgen, dass an den Außengrenzen für Sicherheit gesorgt wird, habe ich gar kein Problem damit, aber Leute, die Asyl beantragen, die müssen in der Tat vielleicht auch mit einer sehr gestärkten Asylbehörde, da hat die Europäische Union ja jetzt auch eine Reform beschlossen, Parlament auch viel dazu gemacht. In der Tat muss man da gucken, wie kann man ein gemeinsames europäisches Asylsystem auch mit den entsprechenden Strukturen ausstatten. Und da kann EASO sicherlich genutzt werden oder die Europäische Asylagentur, wie sie jetzt heißt. Aber kann Gerald Knaus auch noch komplettieren. Ja, ganz kurz. Also ich bin ja auch sehr skeptisch gegenüber der Grundkonzeption, die zu Frontex Wachstum geführt hat. Denn die Erwartungen an Frontex, die von Politikern formuliert wurden, waren, Frontex reduziert irreguläre Migration. Und das ist nicht möglich. Eine Grenzschutzpolizei, die sich an Recht hält,
führt nicht dazu, dass weniger Menschen kommen. Denn die Grenzschutzpolizei kann Menschen, die an der Grenze sind, aufgreifen, Personalien aufnehmen, Hintergrundgespräche führen. Das ist auch sinnvoll in manchen Fällen, um hier den europäischen Grenzstaaten zu helfen. Aber die Grenzschutzpolizei darf Menschen nicht zurückstoßen. Das heißt, die aufgenommen werden, brauchen dann ein Verfahren. Das wurde aber immer so getan, auch in den Politikerreden vieler Politiker, vieler Parteien. Wir brauchen europäischen Grenzschutz, der macht dann das, was anderen Grenzschützern nicht funktioniert. Ich hab noch Reden im Ohr von Politikern, ich sage jetzt nicht wer, aber vielleicht haben Sie die auch gehört vor ein paar Jahren bei Parteikongressen. Ich war damals einmal, ich glaube, das war in Dresden, wo gesagt wurde, wenn wir da Deutsche hinschicken nach Griechenland, dann ist die Grenze kontrolliert. Und das geht eben nur unter der Annahme, dass die Deutschen dort Recht brechen. Also, dass die Leute schnappen und zurückstoßen. Das machen aber die Griechen selbst. Da brauchen sie kein Frontex. Das machen die Kroaten ohne Frontex. Das machen die Polen. Die haben sogar darauf bestanden, dass Frontex gar nicht an die Grenze kommt. Und in Ungarn ist es so, dass Frontex gar nicht arbeiten darf an der Grenze, weil das ungarische Gesetz EU-Recht bricht. Jetzt haben wir eine Situation, wo in Kroatien, in Griechenland, in Polen, in Ungarn EU-Recht gebrochen wird. In zwei Ländern offen, in zwei Ländern halb offen, da kann Frontex eigentlich nichts mehr tun. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist der Sinn von Frontex? Genau, konkret. Und warum hat sich das Budget so groß vervielfacht in den letzten Jahren? Ich habe das schon vor 5 Jahren nicht verstanden. Interessanterweise war Viktor Orban, ein großer Frontex-Kritiker vor ein paar Jahren, immer mit dem Argument, und er hatte recht, er hat gesagt, Frontex ist wie ein NGO. Die dürfen niemanden zurückstoßen. Ich will keine Polizei, ich will Militär. Und genau das sehen wir heute an der Grenze von Polen. Also bei Frontex, die einen erwarten eine Einheit, die Leute zurückstößt. Das ist aber illegal, das darf Frontex nicht. Wenn es das macht oder beziehungsweise beobachtet, dann gibt es zu Recht eine Diskussion, weil das ist Rechtsbruch. Wenn es das aber nicht tut, dann ist die Frage, was genau ist der Mehrwert von Frontex, wenn es um Grenzschutz geht? Weil haben die Griechen wirklich ein Problem mit Grenzschützern? Das sehe ich einfach nicht. Und in Italien und Frankreich und Spanien gibt es große Skepsis in den Innenministerien, wie sehr sie eigentlich Frontex brauchen. Ceuta und Melilla gibt es auch kein Frontex in diesen Enklaven in Marokko. Also Frontex ist eine ganz merkwürdige Konstruktion. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir die Rechtsstaatlichkeit wieder einführen an allen Grenzen und Frontex dann auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit den Grenzschützern bei gewissen Dingen hilft. Es wäre ein schönes Symbol für Europa, aber es würde, wie gesagt, an der Zahl der irregulär Kommenden nichts ändern. Ein letzter Satz, ich habe es in den Chat geschrieben. Ich kenne das natürlich auch aus den Diskussionen, diese Angst vor Muslimen und Männern, vor allem muslimischen Männern. Einfach eine Empfehlung für alle, die da in die Richtung Ängste haben. Schauen Sie sich den Film an, Wir sind jetzt hier, von Niklas Schenk und seiner Frau oder seiner Lebensgefährtin Ronja, über Männer, die nach Deutschland kamen als Flüchtlinge aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien. Dieser Film wurde gemacht. Wenn Sie den sehen wollen, schreiben Sie mir, ich schaue, wie Sie den sehen können. Auch ruhig weiter zeigen. Der wurde gemacht mit der Idee, genau vor der Gruppe, vor der manche Leute Angst haben, deren Geschichten sie selbst erzählen zu lassen. Und dann sehen Sie bärtige Männer, die sagen, wenn sie den Spiegel sehen, in Deutschland denken sie, fürchte ich mich jetzt vor mir. Also Leute, die genau diesem Klischeebild entsprechen. Und wenn sie deren Geschichten hören und deren Schicksale, ist einer der bewegendsten Filme, die ich kenne, weil er genau zeigt, die Menschenwürde, Empathie, Sympathie, ich glaube, jeder, der diese Menschen als Nachbarn hätte, egal wie sie jetzt darüber denken, würde sich mit denen anfreunden. Und das Interessante ist ja, dort, wo mehr Flüchtlinge aufgenommen wurden, aber eben Kontakt besteht, eben wie Kanada mit diesem Patenschaftsmodell, aber auch in vielen Gemeinden Deutschlands, dort nimmt ja die Angst vor dem Unbekannten ab. Es sind ja eher die Menschen, die keinen muslimischen Flüchtlingen kennen, die Angst vor muslimischen Flüchtlingen haben. Ja, und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, also wir sind doch gar keine Meister der kurzen Antworten, deswegen rede ich auch einfach noch ganz kurz weiter, weil zwei Sachen, die ich noch sagen wollte, die ich vergessen habe, ist genau,
das nochmal zu bestärken, also sich klarzumachen, dass wirklich die Skepsis gegenüber Migration und Geflüchteten im Allgemeinen da groß ist, wo es die nicht gibt, wo man also keinen täglichen Kontakt mit Menschen hat. Das führt, glaube ich, auch zu der Konsequenz, dass man den Hinweis geben muss, also wenn man da Vorurteile hat oder denkt, dass man denkt ja nicht, man hat Vorurteile, sondern meistens denkt man ja, man hat Recht. Aber da einfach mal zu einem Geflüchtetenlager zu gehen, mit den Leuten zu sprechen und zu gucken, ob da kann man ja alle Fragen stellen. Viele sprechen ja auch schon Deutsch, sind ja schon einige Jahre hier und arbeiten auch. Also da mal offen drüber zu reden und so, das kann, glaube ich, nicht schaden. Und sich dann auch immer wieder klar zu machen, und das ist eine Studie, die ich ganz interessant fand, ich glaube, vom Mediendienst Integration in Auftrag gegeben, dass das, was man in den Medien über Flucht und Migration wahrnimmt, eben auch nicht einfach dem entspricht, was in der Realität existiert, sondern dass zum Beispiel, und es war eine Erkenntnis aus einer Studie, diese Studie, die ich gerade angesprochen habe, dass 32 Mal so häufig über kriminelle Ausländer berichtet wird, wie es ihrem statistischen Anteil an der Kriminalitätsstatistik entspricht. Also dass da der Eindruck teilweise erzeugt wird, Migration sei sehr, sehr gefährlich. Die Frage kam ja auch vorhin, hängt auch damit zusammen, dass es eine Schieflage in der medialen Berichterstattung gibt, weil die Bild-Zeitung eben nicht titelt, wenn irgendwie der Bäckerlehrling Peter aus Syrien eine 2+ in seinem Bäckerabschluss-Seminar hat. So, das ist halt kein Titel. So, das ist aber die Realität von den allermeisten Leuten, die ja nicht irgendwie als Messermörder durch die Gegend rennen, sondern einfach ganz normal mit uns zusammenleben, aber eben nicht so viel Präsenz in den Medien haben. Und da finde ich es immer wichtig, darauf auch hinzuweisen. Und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr da wirklich ein bisschen mehr drüber zu reden. Na gut, aber jetzt trotz keiner kurzen Antwort mache ich jetzt dann doch mal einen Punkt. Danke, Herr Marquardt. Danke, Herr Knaus. Ich bitte alle, die jetzt noch Fragen gestellt haben, um Nachsicht, dass wir die Fragen jetzt doch nicht mehr beantworten können. Ich freue mich aber, dass Sie im Chat miteinander diskutiert haben und dass Sie es vielleicht auch noch auf irgendeine Weise weitermachen. Danke auch, dass Sie angeboten haben, Herr Knaus, dass man Sie anschreiben kann, mit Ihnen auch noch weiter diskutieren kann. Ich denke, für den Herrn Marquardt gilt das auch. Auf seiner Homepage lädt er auch dazu ein. Ja, er hält nochmal sein Buch hoch, der Herr Knaus. Vielen Dank. Das kann ich vielleicht noch, dieses Bild, weil ich hatte ja auch in meinem Buch dieses Bild, was ich ja am Anfang beschrieben habe. Ja. Das ist das eine, das ich fotografiert habe in Idomeni, und das ist das andere. Das sieht gefährlich aus, aber die Person ist sozusagen ohne Knochenbrüche wieder gelandet. Kann hochgeworfen worden in Freudentaumel sozusagen oder als festen Freudentaumel nicht, aber in... Ja, das ist sozusagen, ich glaube, da gibt es jetzt keine TÜV-Abnahme für das Spielgerät, aber ja, genau, so war das da. Vielen Dank, Herr Marquardt. Das ist nett, dass Sie es noch gezeigt haben. Ich sage jetzt allen Dank, die mitdiskutiert haben, mitgedacht haben, auch allen, die jetzt Verständnis dafür haben, dass wir an der Stelle abbrechen müssen. Ich hätte gerne noch den beiden Referenten eine Frage gestellt mit Bitte um die Antwort in einem Satz, aber ich mache es nicht. Die Frage, die hätte gelautet, ich nenne die zumindest, was geben Sie uns konkret jedem von uns mit auf dem Weg? Was für einen Rat oder was für eine Empfehlung? Ich beantworte die Frage selbst, und zwar indem ich den Herrn Marquardt zitiere im übertragenen Sinne. Aber das, was ich jetzt sage, habe ich auch bei Ihnen, Herr Knaus, gehört. Die Antwort würde aus meiner Sicht, aus meiner Zusammenfassung lauten, die Würde des Menschen zu achten, ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn wir schlimme Fehler aus der Vergangenheit vermeiden wollen, nicht wiederholen wollen. Ich hoffe, dass ich es gut wiedergegeben habe, dass Sie, Herr Marquardt und Sie, Herr Knaus, mir zustimmen können. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Zeit für uns heute Abend gegeben haben, dass Sie mit uns diskutiert haben, dass Sie vorgetragen haben, dass Sie erkennen lassen haben, dass Ihr Herzblut dahinter schlägt. Das ist gut gewesen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke allen, die beteiligt gewesen sind bei dieser Veranstaltung. An allererster Stelle ganz vorn dran Ihnen, liebe Frau Beidinger, für Ihre Co-Moderation, für Ihre Hilfe, für Ihre Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Und es ist gute Tradition, dass einer der Mitveranstalter das Schlusswort hat. Das ist heute Abend Herr Dr. Klose, der Leiter der Niederlassung der Adenauer Stiftung in Sachsen. Herr Klose, Ihnen gehört das Schlusswort. Sie sind nicht zu hören, Sie haben das Mikrofon noch aus. Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken im Namen der Kooperationspartner der Sächsischen Landeszentrale
für politische Bildung der TU Dresden und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es war eine wichtige Veranstaltung und ich will noch vielleicht 3-4 Metapunkte herausheben, die ich gehört habe aus der Veranstaltung heraus. Also wir brauchen im Prinzip klare Regeln, darauf hat Herr Knaus mehrfach hingewiesen, die wir auch haben. Aber wir müssen sie durchsetzen und einhalten. Das betrifft nicht nur individuell, sondern auch auf staatlicher Ebene. Dann bedarf es eines gemeinsamen Handelns in der EU, nach innen und nach außen. Das ist etwas, was uns allen schmerzlich, was wir alle schmerzlich wahrnehmen. Und dann gibt es einen Punkt, der mir wichtig ist. Das ist sozusagen die Kopplung der strukturpolitischen Ebene mit der individualethischen. Wir schaffen immer, unser Verhalten zu trennen von der Politik und sagen, die Politiker oder wir hier unten, wir sind mitverantwortlich für unsere Mitmenschen, die hier leben, egal woher sie kommen. Und da kommen dann diese Begriffe ins Spiel wie Würde, wie Mitmenschlichkeit, wie Empathie. Und natürlich ist es so, dass Politik auf Bevölkerung reagiert und vermittelt zwischen der Situation und unserem Verhalten. Und ich bin dankbar, dass wir so engagierte Politiker haben, wie Herr Marquardt, der sich dort sehr stark einsetzt, und Herr Knaus, der als Analyst, als jemand, der die Phänomene beschreibt, sie uns vernünftig darstellt. Denn die Frage ist natürlich, was heißt denn Migration in Europa? Wenn wir die Zahlen uns anschauen, die Herr Knaus präsentiert hat, ist das Phänomen nicht so unendlich groß. Und in unserer alternden Bevölkerung täte uns gut, wir würden uns stärker öffnen. Also lassen Sie uns gemeinsam diese Zukunft gestalten und auch die Politik unterstützen in diesen Fragestellungen. Wir bieten diese Veranstaltung an, um auch Sie ein Stück mit hineinzunehmen in diese Diskurse, sodass wir gemeinsam in eine Handlung kommen für eine gemeinsame Zukunft. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie an den nächsten Veranstaltungen wieder teilnehmen. Die nächste Veranstaltung findet statt am 7. Februar, diesmal an einem Montag, also nicht an einem Dienstag, sondern Montag. Der 7. Februar ist ja das Datum, an dem der Vertrag von Maastricht 1992 unterschrieben worden ist. Und es kommt als Gast Günther Oettinger, der ehemalige Kommissar für Energie, auch mal für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Und er spricht zum Thema Diktat aus Brüssel, hat die EU ein Demokratieproblem? Ich hoffe, Sie kommen wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank an beide Referenten und an die Moderation durch Frau Zehrer und Frau Beidinger. Auf Wiedersehen.